Sie erlauben mir vielleicht zwei, drei Sätze vorneweg zu formulieren. Zur Begrüßung als Gastgeber und Hausherr der GLS Bank. Aber ich bemühe mich, das kurz zu fassen, damit nachher dann Sie ins Gespräch gehen können mit dem Vortrag, nach dem Vortrag von Herrn Burkhardt aus dem Netzwerk der Mietshäuser-Syndikatsprojekte aus Tübingen. Herzlichen Willkommen und einen guten Abend Ihnen hier. Ja. Die ganze Sache ist entstanden, ich weiß nicht, vor ein paar Wochen. Da bin ich so in Gedanken gegangen und habe mir überlegt, als verantwortlicher Regionalleiter für die GLS Bank, warum gibt es denn keine so richtig intensive Verbindung zwischen den Anstiftern und der GLS Bank oder umgekehrt herum. Und ich bin jetzt seit 7 Jahren verantwortlich für die GLS Bank, habe davor im Großbankgeschäft gearbeitet, bin also in einer gewissen Weise geläutert, im besten Sinne des Wortes, kenne beide Seiten. Habe auch ein bisschen Sozialpädagogik studiert, also immer so ein Spannungsfeld in mir gehabt, was mache ich als Banker und was habe ich eigentlich für eine Aufgabe an der Stelle. Dann sind wir ins Gespräch gekommen und es war wohl der richtige Zeitpunkt, nach vielen Jahren an den Tisch zu sitzen, und es war damals schon die Reihe formuliert, Gemeingüter, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Gemeingüter, und ich habe einfach uns angeboten, als Raumgeber, als Räume zur Verfügung zu stellen, damit man ins Gespräch kommen kann miteinander. Hängt auch damit zusammen, dass wir selber beim großen Thema Mietshäuser, Syndikatsprojekte ja seit vielen Jahren in Verbindung sind. Nicht von Anfang an in der GLS Bank, aber ich denke, wenn ich das richtig nachgelesen und gelernt habe aus der Geschichte der Bank, mit der Integration der Ökobank. Weiß ich, wer das alles so ein bisschen weiß von der GLS Bank, wie sie entstanden ist und wie die Ökobank in die GLS Bank integriert wurde 2002, 2003. Da kamen dann die Mietshäuser, Syndikatsprojekte in die Bank als Geschäftspartner, als Finanzierungspartner herein. Und dann hat sich die Bank damit beschäftigt, mit diesen Fragestellungen. Mietshäuser, Syndikatsprojekte, Wohnprojekte, alternative Wohnformen in einer ganz anderen Form, wie man das so landläufig kennt und denkt. Und von daher war es der richtige Zeitpunkt, sich zu treffen und heute Abend hier die Veranstaltung miteinander auf die Beine zu stellen. Das ist nämlich auch eine unserer Ideen, dass wir Plattform sein wollen für viele Fragestellungen. Sei es jetzt im Bereich der Ernährung, im Bereich erneuerbare Energien, im Bereich der Bierbranche insgesamt, im Bereich der Bildung, Gesundheit, all die Fragen, die wir bewegen, die wir finanzieren, die wir auch inhaltlich versuchen voranzubringen. Und vielleicht 2, 3 Sätze zur GLS Bank selber, ohne einen großen Vortrag darüber zu halten. Aber ich habe mir überlegt, wenn jetzt zum Beispiel jemand auf der Straße mir begegnen würde mit einer Kamera und einem Mikrofon und mich fragen würde, warum oder andersrum, wie unterscheidet sich die GLS Bank von anderen Banken? Mit der Frage konfrontiert, was würde ich dann so in dieses Kamera, in die Kamera hinein formulieren oder in das Mikrofon? Und ich denke, ein Punkt von vielen ist der, die Bank hat sich seit Beginn, vor 40 Jahren ist sie gegründet worden, diese Genossenschaftsbank, hat sie sich Anlage- und Finanzierungsgrundsätze gegeben. Das hört sich so ein bisschen nüchtern und abstrakt an. Sie hat sich Anlage- und Finanzierungsgrundsätze gegeben, nämlich darüber, was sie für Geschäfte machen will und was sie für Geschäfte nicht machen will. Und das prägt die Bank in ihrem Anlage- und in ihrem Finanzierungsgeschäft. Und das prägt die gesamte Kultur von dieser Bank. In der Führung der Mitarbeiter, in der Entwicklung der Unternehmensstruktur. Das finde ich ein ganz besonderes Merkmal, der ich, wie gesagt, auch die andere Seite kenne von konventionellen Banken, dass sich eine Bank genau mit den Fragestellungen auseinandersetzt, sich Kriterien gibt, soziale, ökologische Ausschluss- und Positivkriterien, was wollen wir gesellschaftlich verändern, wohin soll es gehen, worauf wollen wir einzahlen, was wollen wir nicht. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Ein wesentlicher Unterschied zwischen konventionellen Banken und der GLS Bank oder überhaupt nachhaltig arbeitenden Banken. Eine zweite Frage könnte vielleicht sein, vor dieser Kamera, warum Kunde und Mitglied werden bei der GLS Bank? Das ist auch eine Überlegung. Und da habe ich mir rausgezogen als Überlegung, als Kunde und als Mitglied kann ich bereits mit einem Girokonto sozial-ökologisch mitgestalten. Ich kann sozial-ökologische, kulturelle Ziele verfolgen, allein schon mit dem Girokonto.
Auch das mag sich überraschend anhören, aber wenn Sie an ein Girokonto denken in der Bank oder viele Girokonten und all die Guthaben, die es auf den Girokonten gibt, dann bleibt da im Schnitt immer ein Guthaben übrig bei einer Bank, über alle Girokonten gedacht. Rentenkonten, Einnahmen, also Gehaltskonten. Und dieses Guthaben, was sich da so im Durchschnitt befindet auf diesen Konten, dürfen wir Banken als Kredit verwenden. Einen gewissen Bodensatz davon dürfen wir als Kredit vergeben in verschiedene Kreditlaufzeiten. Da machen wir Fristentransformation. Also allein schon die Entscheidung, wo führe ich mein Girokonto, ist eine gewisse Entscheidung. Wohin fließt dann dieses Geld nachher in die reale Wirtschaft? In welcher Form als Kredit? Weil nichts anderes machen wir ja. Gelder reinnehmen und dann in die Realwirtschaft einen Kredit rausbringen. Wir machen so. Und da kann ich bereits am Anfang entscheiden, will ich meine Gelder, die ich der Bank anvertraue, im Bereich Bildung, Ernährung, ökologische Landwirtschaft, regenerative Energien und, wo will ich sie verwenden, wissen nachher. Also das wäre für mich ein Grund zu sagen, aus dem Grund will ich Kunde und Mitglied bei der GLS-Bank sein. Ja, wir reden heute Abend über Wohnen im weitesten Sinne. Wie wollen wir zusammenleben? Und man kann ja auch so vielleicht flapsig sagen, wenn eine Immobilie oder ein Gebäude nicht belebt ist von Menschen, nicht unterschiedlich intensiv genutzt werden kann, nicht energetisch, ökologisch optimal aufgestellt ist, wenn man sie nicht weiterverwenden kann, dann ist die Immobilie, so sagt unser Vorstand, immer nichts anderes wie die Landschaft verschandelnder Sondermüll. Ich kann das gut nachvollziehen, was er da denkt, unser Sprecher. Und deswegen sind diese Mietshäuser-Syndikatsprojekte eben für mich eine ganz spannende andere Form. Ob ich darin leben könnte, weiß ich nicht. Also in dieser sozialen Auseinandersetzung, die ich da unterstelle, aber da werden wir vielleicht mehr davon hören. Aber es ist eine Form, die zukunftsfähig ist, finde ich, die zukunftsweisend ist. Und das als Bank begleiten zu können mit den Geldern, die wir bekommen, wie ich vorher sagte, das finde ich eine richtige und sinnvolle Aufgabe, die man als Genossenschaftsbank umsetzen kann und sollte. So viel zur Vorrede. Ich hoffe, so ein bisschen einen Spannungsbogen zur GLS-Bank hergestellt zu haben, zu dieser Genossenschaftsbank. Aber jetzt geht es darum, Ihnen zuzuhören, zu sprechen und Herrn Niedert von den Anstiftern noch eine Möglichkeit zu geben, zu begrüßen und vielleicht auch zwei, drei Sätze dazu zu sagen. Abschließend noch, ich habe in den Bankspiegel, den ich ausgelegt habe, auf allen Stühlen noch ein Blatt reingelegt, ein Positionspapier von uns zum Kleinanlegerschutzgesetz. Da kommen wir später noch drauf, das mache ich jetzt nur so als, wie soll ich sagen, als Anreger, um sich das im Hintergrund und im Hinterkopf zu behalten. Das ist ein total wichtiges Thema, an dem wir arbeiten und weiterarbeiten müssen. So viel, vielen Dank für Ihre erste Geduld. Herr Mielert und dann Herr Brokert. Ich würde auch noch was kurz zur Geldanlage sagen. Wir haben natürlich immer wieder ein Problem, wir müssen die ganzen Veranstaltungen finanzieren und deshalb gibt es diese Körbchen. Das heißt, wenn Sie was reintun, sind wir sehr glücklich. Ja, also ich bin mir unsicher, was gewesen wäre, hätten wir uns zu einem anderen Zeitpunkt zusammengesetzt. Ich glaube, dass wir ein anderes Projekt zusammen gemacht hätten, weil wir hatten kurz vorher mal hier eine Veranstaltung zur Energiewende, wo ich einfach das erste Mal diese Räumlichkeiten so kennengelernt habe und habe mir gedacht, eigentlich ist diese Atmosphäre ganz, ganz witzig und der Herr Münch ist auch ganz witzig und dann kann man da vielleicht was aufbauen und so floss das halt zusammen, dass wir im Hinterkopf hatten, wir wollen was zu diesen Gemeingütern machen, wir wissen noch nicht ganz genau wie, hatten so grobe Themenfelder und saßen hier zusammen, weil wir uns eh schon seit einem halben Jahr, glaube ich, endlich mal zusammensetzen wollten und war wirklich, glaube ich, Zufall, dass es dann zu dieser Kooperation gekommen ist. Aber ja, ich habe einfach noch so ein paar Termine. Wir wollen ja nicht nur diese Gemeingütergeschichte immer theoretisch betrachten, sondern wir wollen sie auch ein bisschen praktisch betrachten. Deshalb haben wir für Samstag eine Exkursion organisiert nach Tübingen, um uns dort die Mietshaus-Syndikatsprojekte anzugucken. Kriegen da also eine Führung vor Ort und so. Dafür ist am Samstag Abfahrt am Hauptbahnhof 10.22 Uhr, also etwa Treffen 10 Uhr am Gleis Richtung Tübingen.
glaube, Gleis 2 oder Gleis 3 fährt er immer ab. 2. Gut. Das heißt, da wäre es ganz, ganz schön, wenn einfach auch noch ein paar von Ihnen, von euch mitkommen würden, dass wir da vor Ort vielleicht auch eine interessante Diskussion kriegen, dass wir eine ganze Menge Fragen vielleicht vor Ort erörtern können. Ansonsten gibt es noch hier den Film Mietrebellen, der am Donnerstag in einer Woche läuft im Gasparitsch hier im Osten. Ist vielleicht auch nochmal einfach nochmal ein sehr emotionaler Einblick in dieses ganze Thema. Und ich bin ganz froh, dass hier auch Menschen da sind von einem Projekt, was leider vor kurzem erstmal gescheitert ist, beziehungsweise auf Eis gelegt ist, weil ein anderer Investor vorgekommen ist, und das geht um das Dorfprojekt Schönbühl. Das heißt, da sind einfach ein paar Leute da, das wäre vielleicht auch so ein Kristallisationspunkt, wenn man jetzt sagt, ich suche ein Wohnprojekt, ich weiß aber noch nicht wirklich, welche Leute ich bei mir haben will, ich weiß noch nicht wirklich, wo ich das machen will, ich will nur einfach die Fäden nicht verlieren. Wir haben gesagt, Sie sind bereit, quasi irgendwie eine Anlaufstelle zu sein. Und das ist die Website dorfprojekt.org. Das heißt, das kann man sich sogar merken. Und vielleicht, falls es einen Newsletter gibt oder sowas, wäre vielleicht so einfach eine weitere Vernetzung möglich, weil wir von den Anstiftern wissen noch nicht, wie wir wirklich weiter mit dem Thema umgehen. Jo. Dann würde ich mich sehr freuen auf den Axel Burkhardt, der uns jetzt ein bisschen was erzählen wird. Und viel Spaß. Wir haben danach noch eine Diskussion hier angeschlossen, die er dann aber auch moderieren wird. Und die GLS hat auch hier irgendwie nachher noch Brote vorbereitet. Das heißt, wir können uns hier auch noch zusammensetzen und irgendwie was zusammen essen. Sie sind noch nicht da, aber vielleicht machen Sie nachher einfach hinten was auf und dann kommen die da alle raus. Ja, schönen guten Abend auch von mir. Mein Name, Sie haben es jetzt oft genug gehört, Axel Burkhardt. Ich komme von der regionalen Koordination vom Mietshäuser-Syndikat in Tübingen. Und ich werde heute versuchen, Ihnen ein bisschen was zu den Gedanken vom Mietshäuser-Syndikat zu erzählen. Ich will versuchen, das in die Idee dieser Veranstaltungsreihe, nämlich der Gemeingüter der Commons, einzubetten. Und ich will Ihnen heute nicht mitgeben, dass Sie morgen ein Mietshäuser-Syndikat-Projekt gründen. Ich will noch nicht mal Werbung dafür betreiben, da mitzumachen. Was mir heute wichtig ist, und wenn mir das gelingt, dann habe ich mal zumindest mein persönliches Ziel mal erreicht, Ihnen Anregungen zu geben. Anregungen zur Beantwortung der Frage, wie will ich denn leben? Und wie soll es sein? Glauben Sie mir nichts, glauben Sie nur sich selbst, aber nehmen Sie ein bisschen was mit von dem, was ich Ihnen jetzt erzählen möchte. Ja, ich will anfangen mit etwas, was wir, mit einem Bild. Diesem Bild wohnt ein gewisser Anfang inne, denn es gibt einen Menschen, der hat sich das vor einigen Jahrzehnten ein bisschen intensiver angeschaut, wie Sie jetzt gerade, die Schafherde oder einige Schafherden. Der Mann heißt Garrett Hardin. Und Garrett Hardin ist ein Ökologe und der hat beobachtet, dass Weiden, die niemand gehören, also die nicht privat, aber auch nicht Staat sind, dass die, wenn sie genutzt werden als Weidefläche, tendenziell überweidet werden. Also die Schafe werden zu oft auf die Weidefläche getrieben, die Grasnarbe wird abgefressen und die Weide kann sich nicht reproduzieren, das Gras kann nicht mehr angemessen nachwachsen. Er hat es genannt die Tragik der Allmende. Die Tragik der Allmende. Und er meinte damit, dass etwas, was nicht reguliert ist, dazu neigt, übernutzt zu werden. Einfach dadurch, dass alle mit so einer Rationalität herangehen, wenn ich jetzt meine Schafe da nicht drüber treibe, über die Weide, dann macht es vielleicht ein anderer, der hat aber dann noch mehr Gras für seine Weide, kann noch mehr Schafe züchten oder kann die besser verkaufen oder sonst irgendwie. Und diese Rationalität oder die Unterstellung der gewissen Bösartigkeit oder zumindest Eigennützigkeit des anderen, die führt zu dieser Tragik der Allmende, also dazu, dass Sachen übernutzt werden.
Sie haben möglicherweise mit der Tragik der Allmende alle auch schon mal Kontakt bekommen, wenn Sie denn schon einmal in einem Thermalbad waren. In einem Thermalbad ist es so, dass es diese Liegen gibt, um sich auszuruhen. Jetzt gibt es nicht für alle Besucher des Thermalbads eine Liege. Das ist auch nicht so schlimm, weil in einem Thermalbad geht man ja nicht um hauptsächlich zu liegen, sondern um so ein bisschen zu planschen in den mehr oder weniger warmen Wasser und sonstigen Dingen, die es da so gibt. Und manchmal zwischendrin möchte sich jemand ausruhen. Da aber alle wissen, dass es nicht Liegen für alle gibt, fangen die besonders Schlauen an, diese Liegen, nehmen wir sie mal ein Gemeingut, weil es im Kontext des Thermalbads steht es halt allen zur Verfügung, kostenlos, dadurch besetzen, dass sie ein Handtuch oder irgend sowas drauflegen. Und sie wollen sich das für die ganze Zeit, in der sie dort sind, in dem Thermalbad, sagen wir mal 5 Stunden, und sich in dieser Zeit ein halbes Stündchen hinlegen wollen, da wollen sie sich die Liege mit diesem Badetuch sichern. Und die anderen 4,5 Stunden liegt dieses Gemeingut einfach rar, es wird nicht genutzt, weil sich kein anderer da hinlegt. Und vor allem alle anderen Liegen liegen auch brach, weil alle dann denken, oh, da ist ein Handtuch drauf, jetzt sind es nur noch 5, ohne Handtücher liegt da mein Handtuch auch ganz schnell. So, das ist die Tragik der Allmende. Und diese Idee hat auch sehr viel weitergeführt und zu Dingen geführt, die ich, wenn ich sie bewerte, als nicht unbedingt positiv für unsere Welt wahrnehme. Denn aus diesen Ideen der Tragik der Allmende sind letztendlich auch, das ist jetzt ideengeschichtlich ein bisschen waghalsig, man müsste das noch weitertragen, haben sich auch solche ökonomischen Theorien wie die Spieltheorie ergeben. Die Spieltheorie, die besagt, dass in einem vollständigen Markt alle nur eigennützig handeln müssen. Wenn sie denn genug Eigennutz in das Handeln bringen, dann geht es irgendwie allen gut. Sehe ich im Moment nicht so. Aber es ist trotzdem das, was da an theoretischer Konstruktion dahinter steckt, ist zu einer dominanten Theorie geworden und auch zu einer dominanten Handlungsleitung. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Ja? Und interessant ist aber die kleine Anekdote, die will ich Ihnen auch nicht vorenthalten, als diese um die Spieltheorie rankenden Rahmenbedingungen wissenschaftlich erforscht wurden und vor allem in Form von Spielen ausgetestet wurden, wie reagieren Menschen, wie eigennützig sind sie, wurden diese Spiele auch an diesem Institut, an den im Institut angestellten Sekretärinnen, die einzigen Frauen, durchgeführt. Da hat es überhaupt nicht funktioniert. Die waren gar nicht eigennützig. Und die Ökonomen, die das Ganze ausbaldobern, haben mal gesagt, die blicken es halt noch nicht so, die sind ja nicht so weit, die sind nicht eigennützig genug. Aber scheinbar war auch damals schon klar, es muss etwas anderes geben. Und darüber hat diese Frau ganz viel gearbeitet und geforscht. Das ist Eleanor Ostrom und es ist auch schon bezeichnend, dass es die einzige Frau ist, die jemals einen Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat. Jemals. Ja. Und ein guter Freund von ihr kannte sie, sie ist leider inzwischen gestorben, fand sie eine faszinierende Frau und ihm hat sie gesagt, sie hätte niemals, niemals den Wirtschaftsnobelpreis bekommen, hätte es nicht diese verheerende Finanzkrise in den Jahren 2007, 2008 gegeben, weil in 2008, glaube ich, hat sie dann den Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Sie sagt, die Tragik der Allmende stimmt nicht. Es gibt genug Gemeingüter, genug Commons, die nachhaltig bewirtschaftet werden, die funktionieren, wo keine Ausbeutung stattfindet und wo sich die Menschen Regeln gegeben haben, Regeln, wie sie die Gemeingüter nutzen. Und sie hat in viele dieser Gebiete gut erforscht. Sie hat sehr stark hingeschaut, ein bisschen bei Wohnprojekten, aber viel in Kontexten, die mit Landwirtschaft zu tun haben, Fischereiwirtschaft und so weiter und so. Und hat eben genau das Gegenteil ermittelt. Ich will zeigen, dass Mietshäuser-Syndikatsprojekte ein Teil dieser Gemeingüter sind, die Ostrom meint, die man nachhaltig bewirtschaften kann, die funktionieren. Ich will es anhand von 3 Sachen, aber ich komme im Detail noch dazu, das jetzt nur mal so als Überschriften bitte nehmen. Zum einen, weil sie selbst organisiert sind und weil die Menschen, die in so einem Projekt leben, sich eigene Regeln geben und nach diesen leben.
Das andere, weil das Mietshäuser-Syndikat als Organisation garantiert, dass ein solches Hausprojekt nicht mehr reprivatisiert werden kann, also auf ewig ein Gemeingut bleibt. Ja? Und zum Dritten, weil es einen solidarischen Umgang mit eventuell erwirtschafteten Gewinnen in diesem Projekt gibt. Wie das Ganze funktioniert, da haben wir die nächsten 30, 40, 45 Minuten zur Verfügung und das will ich Ihnen versuchen zu erklären. Ja? Okay. Zunächst. Wenn Menschen ein Wohnprojekt gründen wollen, stellt sich früher oder später die Frage nach dem Eigentum. Ja? Also wie wollen wir gemeinsam leben? Das ist die eine Hälfte. Und die andere Hälfte ist, wie soll das Ganze auch rein technisch organisiert werden? Das sind zwei Fragestellen, die erstaunlich oft getrennt voneinander behandelt werden, obwohl sie wahnsinnig viel miteinander zu tun haben. Die Form, auch die rechtliche, der rechtliche Rahmen prägt sehr stark das soziale Miteinander. Natürlich auch alles. Um was es mir in diesem Vortrag heute geht, zwischen Privat und Staat, also zwischen dem, was Hardin sagt, so eine Wiese, wenn sie denn weder dem Staat gehört noch irgendjemand Privatem, dann ist es ein Gemeingut, da geht also alles schief. Zwischen Privat und Staat gibt es ganz vieles, was möglich ist. Wir leben oft in so einer Vorstellung, da gibt es nichts dazwischen, denn häufig wird auf die Herausforderungen der Welt, die ja nicht nur ökonomischer Natur sind, die Umweltzerstörung, die Verteilungsgerechtigkeit und so weiter und so fort, da wird zu einem pauschalen, wir brauchen entweder mehr Staat oder irgendwie mehr Privat, darauf reagiert, ohne das mal zu hinterdenken, was es da vielleicht noch dazwischen gibt. Jedenfalls gibt die Summe zwischen Staat und Privat dann irgendwie über 100% und dazwischen passt nichts mehr. Ich glaube, es passt sehr wohl was dazwischen. Das Mietshäuser-Syndikat ist ein Netzwerk von selbstverwalteten Wohnprojekten. Inzwischen sind es, glaube ich, 80. Ich habe nachher noch ein paar Zahlen für Sie, können Sie es angucken. Im ganzen Bundesgebiet entstanden ist es in Freiburg. Syndikats oder die Herkunft ist in der Hausbesetzerszene. Und wenn wir heute an Hausbesetzung denken, dann sind es Bilder von wüsten Straßenschlachten um die Hafenstraße, die da in den Kopf kommen. Tatsächlich aber war die Hausbesetzerszene genauso eine soziale Bewegung wie die Ökologiebewegung in den 70er Jahren. Es ging um die Benennung von Ungerechtigkeiten in der Aneignung von Wohnraum und um Ideen, wie diese Ungerechtigkeit bekämpft werden kann. Ja? Und die ersten Mietshäuser-Syndikatsprojekte sind auch in ehemals besetzten Häusern entstanden, wo es nicht so sehr darum ging, sich auf die nächste Räumung vorzubereiten, sondern zu sagen, wie können wir das nachhaltig nutzen, also wie kriegen wir das eigentlich hin, dass das auch noch in 20, in 30, in 40, in 50 Jahren Bestand hat. Denn oft genug sind solche Besetzungen mit mehr oder weniger eleganten Legalisierungen geendet, die dazu geführt haben, dass die drin waren, auch relativ günstig an den Wohnraum drankamen. Im Halsschlag in Stuttgart ist es aber bei einem Projekt passiert, es wurde besetzt und dann wurde es ein paar Jahre bewohnt und dann haben die Bewohnerinnen und Bewohner entdeckt, ja, wenn wir das jetzt verkaufen also, und den Wert von was realisiert, da haben wir echt ein stolzes Sümmchen. Das haben sie dann auch gemacht und sind mit der Kohle davon gedampft. Die hatten ihren Spaß, aber nachhaltig war das nicht. Die anderen blieben dann teure Mieten oder teure Immobilienpreise. Also dieses Problem sollte auch mit dem Konstrukt adressiert werden. Mit dem Konstrukt Mietshäuser-Syndikat. Und ich versuche mal zu erklären, wie das jetzt konkret gemanagt wird. Ich habe gesagt, ich habe nur so ein paar Zahlen. 72 Projekte, Stand Juli 2013, glaube ich, ist es. 65 Millionen Gesamtinvestitionen, also doch eine erhebliche Summe. 55.000 Quadratmeter Wohnfläche ist in den verschiedenen Projekten, auch ein bisschen Gewerbefläche. Und man wird es von hinten schwer erkennen, aber das ist so eine Deutschlandkarte, wo so die Standorte von Wohnprojekten sind und vielleicht erahnen Sie es, wenn Sie sich jetzt bei den Umrissen sowas wie eine Karte vorstellen, die sind schon sehr breit in allen Bundesländern, in fast allen Bundesländern verteilt. Einen Schwerpunkt gibt es immer noch in Freiburg, weil es aus Freiburg kommt, die,
Idee, weil sie in Freiburg geschaffen wurde. Ja? So, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie wollen so ein Wohnprojekt gründen. Sie entscheiden sich in irgendeiner Form gemeinsam leben zu wollen, ob Sie das in Form einer großen WG machen wollen oder ob Sie das in Form eines Hauses, in dem es verschiedene Wohnungen gibt und vielleicht noch ein bisschen eine Gemeinfläche oder wie auch immer. Das ist egal, letztlich muss es irgendein umbauter Körper sein, der Sie dann dereinst einmal beherbergt. Ja? Und die Mietshäuser-Syndikatsprojekte versuchen zwischen Eigentum und Miete so einen kleinen Zwischenweg zu gehen. Ganz ähnlich wie Genossenschaften, auch wenn sie keine eingetragenen Genossenschaften sind, aber sie sind genossenschaftsartige Strukturen. Das funktioniert im Prinzip so, dass es eine GmbH gibt, die tun die Menschen gründen, die in dem Haus mal leben wollen. Und diese GmbH erwirbt die Immobilie, baut sie oder saniert sie oder was auch immer. Ja? Also die ist dafür zuständig. Und diese GmbH hat zwei Eigentümer. Im GmbH-Recht sagt man dazu Gesellschafter. Der eine Gesellschafter ist ein Verein, der Hausverein. In dem Hausverein sind alle, die da drin wohnen, organisiert. Und der andere Gesellschafter ist die Syndikat GmbH. Gibt es da einen roten und einen grünen Pfeil? Es gibt einen Grund, aber den erkläre ich gleich. Erstmal kurz zum Hausverein. Alle, die in dem Haus oder den Häusern wohnen, zahlen ihre Miete an die GmbH. Ja? Die ganz normalen Mieterinnen und Mieter. Aber sie sind alle in dem Hausverein organisiert und damit zahlen sie in gewisser Weise die Miete an sich selbst. Denn die Geschicke dieser GmbH bestimmen die Leute, die im Haus wohnen. Die regeln alles. Die Miethöhe. Ob die Fassade grün, lila oder orange gestrichen wird. Wie groß die Wohnungen sein sollen. Wie sie denn besetzt werden. Woher man den Strom bezieht. Und wie lange das Kaffee im Keller offen haben darf. Und was auch immer Sie sich vorstellen. All das ist allein Sache der Bewohnerinnen und Bewohner. Und die regeln ihre Dinge selbst. Das Mietshäuser-Syndikat als Dachorganisation hat da überhaupt keine Mitspracherechte. Das Mietshäuser-Syndikat hat eingeschränkte Mitspracherechte, so ist es vertraglich immer definiert, das besagt dieser rote Pfeil. Und zwar wird das Mietshäuser-Syndikat immer nur dann mitreden wollen, wenn das Projekt irgendetwas vorhat, was mit Reprivatisierung zu tun hat. Und dann wird das Mietshäuser-Syndikat sein Veto anlegen. Das Mietshäuser-Syndikat wird verhindern, dass Grundstück oder Haus oder Teile davon verkauft werden. Es wird verhindern, dass Gewinne an die Bewohnerinnen und Bewohner ausgeschüttet werden. Es wird verhindern, dass irgendwelche Grundpfandrechte oder Wohnrechte oder was auch immer, da gibt es eine ganze Latte von Themen, eingeräumt werden. Das Mietshäuser-Syndikat wird andersrum immer darauf achten, um das positiv auszudrücken, dass dieses Haus ewig dem Markt entzogen bleibt und in gewisser Form, in gewisser Weise ein Gemeineigentum ist. Wie die Menschen ihr Leben darin regeln, das ist dem Mietshäuser-Syndikat herzlich egal. Nicht ganz, an einer Stelle sind wir so ein bisschen, gucken wir so ein bisschen drauf, wir möchten nicht, dass Entscheidungen mit Mehrheiten von 51 gegen 49 getroffen werden. Nicht, weil wir das grundsätzlich blöd finden, sondern weil sich gezeigt hat, dass das für die soziale Struktur in Häusern oft schwierig ist. Da gibt es 51 Gewinner und 49 Verlierer und das ist unangenehm. Wir möchten schon, dass Entscheidungen mit einem möglichst breiten Konsens getroffen werden und irgendwie alle mitgenommen werden und alle damit gut leben können. Das ist jetzt für die Dauer von Diskussionsprozessen förderlich, um es mal so zu sagen. Die dauern manchmal etwas länger. Ja. Aber der Knatsch, den ich mit schnellen und blöden Entscheidungen treffe, der kann ein ganzes Projekt ruinieren und dann ist manchmal sich ein bisschen Mühe geben, im Aufeinanderzugehen und ein bisschen achtsamer miteinander sein, ist eine sehr lohnende Investition. Eine sehr lohnende.
So. Wie funktioniert nun diese Syndikats GmbH, von der ich gerade sprach? Die war so rechts oben, ne? Die ganzen Hausvereine, aller Projekte, aller 82 oder sowas immer gerade, die sind Mitglied im Syndikatsverein. Und der Syndikatsverein, dem gehört die Syndikats GmbH. Also alle Projekte vernetzen sich sozusagen über diesen Syndikatsverein und legen das fest, was das Mietshäuser Syndikat, die GmbH, macht. So ist das organisiert. Wie funktioniert das ganz praktisch? Ganz praktisch funktioniert das so, dass 2-, 3-, 4-mal im Jahr Mitgliederversammlungen sind, wo dann ganz viele Leute kommen. Die nächste ist im Januar in Tübingen, wer sich das mal antun möchte. Und da wird 1 bis 2 Tage diskutiert und neue Regeln oder neue Ideen in die Welt gesetzt. Und vor allem werden dann neue Projekte aufgenommen, so es welche gibt. Es gibt eigentlich immer welche. Ja? So ist das Syndikat organisiert. Eine wichtige Frage haben wir jetzt noch nicht beantwortet. Jetzt haben wir eine schöne Struktur, aber wie kommen die Menschen an ihr Haus? Das kostet nämlich am Ende immer einfach auch Geld. Diese GmbH, die sich das Haus kauft, bekommt das Geld auf sehr, sehr ähnlichem Wege, wie der normale Häuslisbauer auch an sein Geld kommt. Ein bisschen was bringt er mit und den Rest holt er sich von der Bank. Sie werden keine Bank finden, die bereit ist, ein solches Wohnprojekt zu 100% zu finanzieren, sondern einen gewissen Eigenanteil zwischen 20% und 30%. Das hängt dann sehr von den lokalen Gegebenheiten ab. Die sind selber mitzubringen. Jetzt sind es aber oft Leute, die nicht ohne weiteres ein dickes Bankkonto haben oder unter dem Bettkissen die entsprechenden Scheine haben. Also wie kommen die dann an 20-30%? Ich mache das mal an dem Beispiel des Wohnprojektes, das ich seinerzeit mit gegründet habe, jedenfalls die Überführung des Mietshäuser-Syndikatsprojekts mitgestalten durfte. Da reden wir von einer Investitionssumme von über 2 Millionen Euro. Und wenn Sie dann 20-30% Eigenanteil erreichen, dann sind Sie halt so doch bei plus minus einer 500.000. Also wie kommt man an das Geld? Und an dieses Geld, da gibt es eine Konstruktion, die nennen wir Direktkredite. Die heißen deshalb Direktkredite, Sie werden es mir verzeihen, weil sie nicht den Umweg über die Bank machen, sondern direkt an ein Projekt fließen. Nicht im Sinne einer Kapitalanlage, sondern im Sinne dessen, dass es viele Menschen gibt, die aus welchen Gründen auch immer wissen wollen, was mit ihrem Geld geschieht, das sie vielleicht überhaben und das sie irgendwo anlegen wollen. Da gibt es einfach bestimmte Haltungen. Es gibt Menschen, die wollen nicht, dass mit ihrem Geld Atomkraftwerke gebaut werden und deshalb wollen sie es nicht irgendwo anonym hinbringen, sondern sie legen es lieber in so ein Wohnprojekt, wo sie dann auch mal im Garten einen Kaffee trinken dürfen. Es gibt Menschen, die wollen nicht, dass mit ihrem Geld Gentechnik gefördert wird, weil sie das für unverantwortlich halten. Auch diese Menschen sind sehr interessiert an solchen Anlagen. Und die GLS-Bank weiß das gut genug, denn nach allem, was ich weiß, Sie korrigieren mich bitte, wenn ich jetzt was Falsches sage, können Sie sich über Mittelzufluss seit der Finanzkrise nicht unbedingt beklagen. Stimmt das so? Ich bin vorsichtig vor. So, und die es ist dann eben ein Weg, diese Menschen anzusprechen, die meistens im direkten Umfeld sind, und sie zu fragen, ob sie nicht bereit sind, für eine Zeit dem Projekt Geld zu leihen, damit es auf die Beine kommen kann. Apropos Geld. Geld hat immer so eine, das ist so ein magisches Wort, und eine große Zahl, die ist noch magischer. Wir haben alle 1000 Bilder damit, mit einem großen Haufen Geld und was wir damit verbinden und was das alles anrichtet und was das alles macht. Und eigentlich ist das was ganz Schreckliches, denn man kann es auch wirklich nur auf ein paar bedruckte, bunte Papierscheine reduzieren, um dem mal die Magie zu nehmen und da mal ein bisschen den Stöpsel zu ziehen. Alle Projekte, die anfangen, die sagen dann immer, wenn wir sie beraten,
oh Gott, die Rekredite, wie sollen wir das bloß schaffen? Ja? Und alle haben am Ende gelernt, das war nicht das Problem. Es gab echt richtig schwierige Probleme, aber das war es nicht. Das funktioniert, wenn so ein bisschen die Gruppe funktioniert, wenn das alles stimmt, dann ist das ganz gut machbar. Und vor allem, wenn man so ein bisschen die Idee loslässt, dass Geld also welche Funktion und welche magische Kraft alles im Geld liegt, das stimmt alles gar nicht. Das ist wirklich alles Blödsinn. Da bin ich mir sicher. Die hatte es natürlich auch auf uns, als wir vor 10 Jahren die Scheidungsstraße gegründet haben. Und es kam dann irgendwann mal der Tag, an dem wir zur Filiale der GLS-Bank gefahren sind. Wir haben das damals mit der GLS-Bank finanziert und die Kreditverträge unterschrieben haben. Und da standen dann 7-stellige Summen. Und das war für uns auch was ganz Schreckliches. So eine große Zahl und sonst was. Und ich habe wirklich gedacht, mit der Unterschrift habe ich jetzt meine Seele verkauft. Und wir sind nach Tübingen zurückgefahren. In diesem Auto wurde kein Wort geredet. Und wir sind in die nächste Kneipe gegangen und wir haben uns ganz wüst besoffen, um unsere Sprachlosigkeit in den Griff zu kriegen. Aber Sie sehen, ich bin noch hier. Ich kann auch noch lachen. Und ich habe das gut überstanden. Also das nur so als kleine Anekdote. Also das mit dem Geld ist nicht das Problem. Das Problem bei Wohnprojekten sind ihre sozialen Strukturen. Das Problem bei Wohnprojekten ist, dass sie sich oft wenig Gedanken machen, wie wollen wir zusammen sein, wie wollen wir unsere Entscheidungen fällen. Das Problem ist, dass wenn ich ein Gemeingut verwalte, ich andere Vertrauensstrukturen brauche, als vielleicht im Alltag. Dass ich die anderen Menschen vielleicht ein bisschen dichter an mich ranlassen muss, als ich es vielleicht gewohnt bin. Dieser Lernprozess ist auch anstrengend. Und da gibt es manchmal Verletzungen. Und da ist wichtig, gut mit sich umzugehen. Nur, der ist viel, viel wichtiger, als das mit dem Scheißgeld. Das ist machbar. Das andere nicht mehr. So, das will ich Ihnen einfach mal mitgeben, um so ein bisschen aus dem Kopf zu kriegen. Das Geld ist immer das größte Problem bei so Projekten. Das ist meiner Meinung nach. Man sieht hier, das ist so eine typische Finanzierung, ein Beispiel von einem Syndikatsprojekt, wie das am Anfang losging. Also diese 2,5 Millionen Euro, die dafür nötig waren, die wurden dann quasi, ich habe hier so einen tollen Pointer, genau, die wurden dann quasi hauptsächlich mit dieser großen dunkelblauen Fläche bestritten, das sind Bankkredite. Ja. Dann die Direktkredite, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, was einfach unbedingt erforderlich ist, um so einen Eigenanteil zu leisten. Und das da oben ist dann Eigenkapital. Das ist das, was entsteht, wenn das Projekt einen gewissen Profit abläuft, wie das der Betrieb so zahlen würde. Man sieht hier im Laufe der Jahre, die Bankkredite, die nehmen deutlich ab, ja, also der Verschuldungsgrad sinkt. Auch die Zahl der Direktkredite, die bleibt so ungefähr gleich, die bleibt so ungefähr stabil, das soll auch so sein. Und tatsächlich entsteht dann ein bisschen Überschuss, ein bisschen Eigenkapital. Wofür dieser Überschuss? Zum einen muss ein Haus in aller Regel so nach 30, 40, spätestens 50 Jahren wieder gründlich renoviert werden. Es ist wichtig, dass bei den Häusern, dass die Häuser nicht bis auf die Grasnarbe abgekaut werden. Also dass sie dann irgendwann mal nicht mehr nutzbar sind, sondern es ist total wichtig, dass sie so pfleglich sind, dass die Generation, dass sie so pfleglich damit umgehen, dass die Generation nach ihnen auch noch ein bewohnbares Haus und eine bewohnbare Fläche hat. Ja? Und da, man braucht dieses Eigenkapital, einen kleinen Teil dieses Eigenkapitals müssen wir einfach ein bisschen sparen, um dann gegebenenfalls wieder eine Renovierung zu machen. Aber nicht alles. Mit dem Rest von dem Geld, das überbleibt, werden, und das ist ein zentraler Gedanke in dem Mietshaus-Syndikatsnetzwerk, werden andere Projekte unterstützt. Andere Projekte, die am Anfang sind, die einfach noch Unterstützung nötig haben, die noch nicht so weit sind, die bekommen Geld aus einem Solidarfonds, so nennt sich das. Es ist ein Fonds, den das Mietshaus-Syndikat verwaltet und wo neue Projekte eben damit unterstützt werden, die im Grunde von den Überschüssen der alten leben. So, das ist ein zentraler Gedanke. Und dieser Solidarfonds, der wird über so ein Umlagesystem
ein steigender kleiner Anteil an dem Mietpreis, der abgeführt wird, wird der am Leben gehalten und so wird er organisiert. Damit ist sichergestellt, dass die Mieten nicht sinken. Jetzt werden Sie sich wundern, warum will denn der, dass die Mieten nicht sinken? Ganz einfach deshalb, weil eine Kostenmiete, also eine Miete, die nur noch die Betriebskostenumlage ist, ist sowas wie eine Privatisierung. Es ist nichts anderes, als dass es dann denen gehört, die da drin wohnen. Aber an die anderen ist nicht gedacht. Das ist keine dumme Idee. Und wer das machen will, soll das machen. Und es ist nicht, ich sage das nicht mit einer kritischen Intonation, nur es ist halt nicht die Idee von Mietshäuser-Syndikat. Die Idee von Mietshäuser-Syndikat ist, diesen Solidarfonds zu bestimmen und das Geld weiterzugeben. Und ich sage mal ketzerisch, den Menschen auch ein bisschen üben darin, geben Geld zu verschenken. Das ist nämlich auch was für mich schwer. So kann man es mal als Projekt. Also so funktioniert im Kern so eine Finanzierung und so ist so ein Verlauf, so ein typischer Verlauf von zu einem Projekt. Diese Projekte im Mietshäuser-Syndikat, ich habe ein paar Broschüren mitgebracht, aber ich glaube, die sind jetzt schon vergriffen. Ich bin mit dem Zug gekommen, deshalb konnte ich jetzt nicht Unmengen davon mitschleppen. Diese Projekte sind sehr bunt. Wir haben eine Riesenzahl ganz unterschiedlich funktionierender Projekte. Das sind von Studentenbuden bis hin zu Wohnprojekten, wo ältere Menschen drin wohnen, auch Pflege und sonst was angeschlossen ist. Also das ist mal ein großer Batzen. Lediglich diese Strukturen, die ich vorher gesagt habe, die einen. Es gibt auch andere Formen, solchen Rahmen von so einem Projekt zusammenzukriegen und die finde ich auch prima. Zum Beispiel die klassische Genossenschaft ist eine prima Form, so ein Projekt zu organisieren für einen selbst. Sie erlaubt auch Eigentumsformen zwischen dem Privat und dem Öffentlich. Auch in Genossenschaften kann ich quasi mein eigener Vermieter und Mieter gleichzeitig sein. Und was an den Genossenschaften auch sehr sexy ist, wie ich finde, sie haben eine lange Tradition und eine schöne Idee. Was ich ein bisschen problematisch finde, es gibt nach wie vor große Wohnbaugenossenschaften, auch in Stuttgart. Die haben aber oft den Genossenschaftsgedanken, nämlich die Idee, dass sich Menschen zusammenschließen, um aus ihrem eigenen Antrieb heraus ihre Probleme zu lösen. Oft vergessen, die begreifen sich dann eher als eine Art von, unternehmende Immobilienwirtschaft und statt EG könnte da auch AG dran stehen, also nicht eingetragene Genossenschaft, sondern Aktiengesellschaft und sie würden letztlich auch nicht anders funktionieren. Das hat leider so ein bisschen die Idee der Genossenschaft, vor allem der Wohngenossenschaften, zerstört. Aber es gibt jetzt, zum Beispiel in Berlin aktuell, auch mit der Reform des Genossenschaftsrechts, gibt es ganz wunderbare neue Blüten, kleine Genossenschaften, kleine aktive Genossenschaften, die sich auch als ein Sprachrohr für ihre Belange verstehen und nicht nur ein immobilienwirtschaftlich funktionierende Verwaltungsgruppe. Und manche solche Projekte, das will ich auch einfach der Vollständigkeit halber sagen, sind auch als Stiftungen organisiert. Auch darüber kann man solche jenseitigen Eigentumsstrukturen ganz gut realisieren. Das ist übrigens ganz besonders wichtig bei einem Thema, das sehr aktuell zu sein scheint. Menschen, die so kurz vor dem Ende ihrer Erwerbsphase stehen oder schon die Erwerbsphase abgeschlossen haben, die tragen sich sehr gerne mit dem Gedanken, sich jetzt nochmal zusammenzutun und solche gemeinschaftlichen Wohnformen zu suchen. Da haben sie immer ein riesiges Problem, wenn sie Eigentum drin haben. Das ist deshalb blöd, weil es möglicherweise in so einem Haus zum Erbfall kommen kann. Und sie können kaum steuern, was die Erben dann tun mit dem Eigentumsanteil, den sie dann plötzlich in diesem Hausprojekt, wie auch immer das dann organisiert ist, haben. Das ist echt ein Riesenproblem und das Eigentumsrecht hierzulande ist sehr, sehr stark. Da können Sie noch so gute Verträge machen. Mir hat mein Notar gesagt, ich bin kein Anwalt, ich kann es nicht einschätzen, dass Sie dieses Problem auch über noch so gute Vertragskonstrukte nicht aus der Welt kriegen.
Also auch dafür sind schon aus ganz praktischen Erwägungen, aber ich bitte Sie, nicht nur die praktischen Erwägungen in den Vordergrund zu stellen, sind schon aus ganz praktischen Erwägungen andere Modelle des Eigentums als das, was wir so gemeinhin können. Nötig und nötig. So, ich bin jetzt am Ende dieses Vortrags, ich will Sie nämlich nicht zu lang zurückfassen, sondern ich bin total gespannt auf Ihre Fragen und Diskussionsbeiträge. Was ich zeigen wollte, war, dass Mietshäuser-Syndikatsprojekte Commons sind, Gemeingüter sind. Mit Gemeingut ist in diesem Fall nicht das tote Haus an sich gemeint, sondern mit dem Common an sich ist der ganze Prozess gemeint. Die Menschen, die da drin leben und wie sie sich organisieren. Denn ohne das wäre das Haus ruckzuck nur noch eine, wie haben Sie so schön gesagt, Sondermüll. Ein landschaftsverschandelnder Sondermüll. Ich habe versucht zu beschreiben, wie dieser Prozess funktioniert, zumindest mal so ein bisschen ein paar Fragen dazu haben. Und ich habe versucht, Ihnen zu erklären, wie das Reprivatisierungsverbot funktioniert, das uns ganz wichtig ist und das in der Definition eines Gemeinguts auch total relevant ist, denn ein Gemeingut, das privatisiert werden kann, ist kein Gemeingut, das nachhaltig organisiert ist. Denn irgendwann mal mit dem Moment der Privatisierung ist es dann einfach. Keineswegs ist es aber so, dass sich Wohnprojekte, ob Mietshäuser-Syndikat oder wie auch immer organisiert, außerhalb der Gesellschaft bewegen. Sie sind natürlich Teil von, in vielerlei Hinsicht, und es ist gut und wichtig so, dass sie Teil von sind. Und vor allem ist es gut und wichtig, weil sie nur dann, wenn sie sich als Teil von begreifen, in die Gesellschaft hineinwirken können. Für uns in Tübingen ist politische Arbeit etwas total Wichtiges. Wir haben so eine Konzeptwerkstatt im Mietshäuser-Syndikatsverbund und wir sind ganz aktiv mit Gemeinderätinnen und Gemeinderäten und der Verwaltung in Kontakt und versuchen jenseits der Idee von Mietshäuser-Syndikat dieser immensen Wohnraumknappheit in Tübingen, die wirklich bedrohlich ist, und also wahnsinnige Mietsteigerungen, ich glaube in Stuttgart ist auch nicht viel anders, erzielt wurden und versuchen da Vorschläge zu machen und wir finden in Tübingen da Gehör. Wir haben da auch eine Verwaltung, die für kreative Ideen offen ist. Und auch das ist Teil vom Mietshäuser-Syndikat, nicht nur in den eigenen schönen Wänden, so nach dem schönen Wohnenprinzip hausen, sondern auch nach außen gehen und zu schauen, wo gibt es eigentlich Veränderungsstrategien und die auch abstrahiert werden. Wichtig ist auch noch, das Mietshäuser-Syndikat ist keine Firma. Auch wenn sie als GmbH organisiert ist, das Mietshäuser-Syndikat ist komplett ehrenamtlich organisiert. Das Mietshäuser-Syndikat als Netzwerk hat 10.000 Euro im Jahr Verwaltungskosten. Das ist, wenn Sie bedenken, dass in dem ganzen Netzwerk inzwischen 80 Millionen Euro investiert sind, ist das kein allzu großer Betrag. Ja? Natürlich haben die einzelnen Wohnprojekte sich irgendwie organisiert, stellen auch manchmal Leute an, die die Buchhaltung machen und so, das ist dann auch denen ihre Sache, das finde ich auch okay. Aber an sich ist das Netzwerk völlig ehrenamtlich organisiert. Auch die Menschen, die Beratung machen, denn wenn man Mitglied im Mietshäuser-Syndikat werden will, muss man sich eine Beratung angedeihen lassen von Beraterinnen und Beratern, die schon Wohnpraktik großgezogen haben, die so ein bisschen auf die Problemfälle hinweisen. Das ist auch obligatorisch. Auch die arbeiten ehrenamtlich. Insofern sind wir auch eine Organisation mit begrenztem Wachstum, weil nur so viel, wie die Leute Lust haben, sich nach außen zu betätigen, ist dann halt auch möglich. Und das soll auch so bleiben. Wir wollen uns an der Stelle nicht einem Prozess unterwerfen, den man auch als Professionalisierung bezeichnet. Das ist einfach nicht sinnvoll, wie zu lösen. Okay. So, jetzt hoffe ich, Ihnen einen kleinen Eindruck gegeben zu haben. Sie haben gleich noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich hoffe, Sie werden das tun. Trotzdem hier nochmal kurz der Hinweis, am nächsten Samstag gibt es diese Exkursion, das ist vorher schon angesprochen worden, zu zwei Projekten in Tübingen, dem Vierhäuser-Projekt in der Schellingstraße. Treffpunkt und so steht hier jetzt angeschrieben. Wenn Sie da kommen wollen, ich bin da nicht da, aber der Marc macht es und da können Sie einen praktischen Blick auf die Sache nehmen. Ja? Gut, okay, dann soweit erstmal vielen Dank für Ihr Ohr und Ihre aufmerksamen Blicke, die mich verfolgt haben. Und Sie sind jetzt an der Reihe.
Hier war gleich eine erste Frage, habe ich es richtig gesehen? Ja, zu Ihrer Grafik, die wir ja jetzt die ganze Zeit gesehen haben, hätte ich eine Frage, und zwar: Der gelbe Balken der Direktkredite nimmt nicht ab. Was für eine Basis wird mit den Direktkreditgebern denn da vereinbart? Denn ein Kredit bedeutet ja, irgendwann sollte er auch mal wieder zurückkommen. Oder heißt es, dass immer wieder neue Direktkredite kommen, um diese Lücke dann wieder aufzufüllen, sodass der immer parallel bleibt? Ja, danke für die Frage, die ist total wichtig. Es ist so, dass... Kann man das vielleicht noch ein bisschen ergänzen, indem Sie mal ein praktisches Beispiel nehmen von jemand, der in so einem Mietprojekt oder ein Mietprojekt und da einen einzelnen Mieter oder Besitzer oder ich habe keine Ahnung, was der ist, das alles einmal so ein bisschen durchleuchten. Nicht nur jetzt vom Direktkredit. Was meinen Sie mit alles durchleuchten? Geben Sie mal, das würde Sie auf die Spur helfen. Also, es ist eine Gruppe, entscheidet sich, so ein Projekt zu machen. Was heißt das jetzt? Sind das jetzt alles Mieter? Oder was müssen die machen? An einem konkreten Beispiel, was kommt auf die zu? Okay, erkläre ich mal, ja? Machen wir gleich. Jetzt erklär, es sind doch zwei unterschiedliche Fragen, aber ich gehe drauf ein. Erstmal kurz zu den Direktkrediten. Die Direktkredite haben normalerweise die Form, dass es Geld ist, wo sich die Direktkreditgeber einen Zinssatz aussuchen dürfen. Der liegt zwischen 0 und 3%, das können die einfach machen, wie sie das haben wollen. Und die Laufzeit ist normalerweise 3 Monate. Werden größere Beträge gegeben, dann vereinbart man mit den Direktkreditgebern auch individuelle Rückzahlungen. Vielen Dank. Auch individuelle Rückzahlungen. In Tübingen gab es mal einen Direktkreditgeber, der hat, glaube ich, 60.000 Euro gegeben. Da hat man dann einfach gesagt, okay, man zahlt ihm das über 5 Jahre nach dem und dem Plan zurück, weil das doch, wenn das dann innerhalb von 3 Monaten zur Verfügung zu stellen ist, ein bisschen viel ist. Aber so klappt es eigentlich immer ganz gut. Es kommen immer neue Direktkredite rein. Es werden alle alte ausgegeben, hat auch immer so einen Puffer. Den sammelt man sich einfach an, weil es halt auch Leute gibt, die sagen, oh, jetzt ist mein Auto kaputt gegangen, ich brauche es halt echt morgen. Und dann will man den auch. Also das ist noch nie schief gegangen. 3 Monate ist so eine Sicherheitsfrist, aber wer das sofort braucht, der kann das auch kriegen. Ne? Also das sind alles Menschen, die dem Projekt zugewandt sind. Das sind keine Kapitalgeber. Und von daher ist es einfach ein bisschen eine Frage der Kommunikation. So, also so funktioniert, so sind die Direktkredite aufgestellt. Es gibt auch Direktkredite mit fester Laufzeit, 2 Jahren, dann werden sie zurückbezahlt oder wie auch immer. Da gibt es auch Flexibilität, das wird dann einfach ausgehandelt mit dem Direktkreditgeber. Das heißt aber, dass diese Gruppe immer wieder neue Direktkredite suchen muss. Ja. Macht das immer die Projektgruppe als Gruppe oder machen das einzelne individuelle Personen aus der Gruppe? Das hängt sehr von der Gruppe ab. Also es gibt Gruppen, die sind halt nur 20 Leute. Da ist dann schon sinnvoll, dass sich alle ein bisschen drum kümmern. Es gibt Gruppen, die sind 100 Leute. Da sind es dann halt 10, 15, die sich drum kümmern. Das passt dann auch in aller Regel. Ja. Aber ich will noch kurz was, ganz kurz, ich will noch kurz was zu den Direktkrediten sagen. Das ist insofern ein Problem und jetzt kommt auch etwas, was der Herr Münch vorher gesagt hat und was er auch als Stellungnahme der GLS-Bank in den Bankspiel gelegt hat. Dieses Modell ist sehr in Gefahr, weil anlässlich dieser Insolvenz oder dieses Insolvenzverfahrens gegenüber Procon, Procon sagt eben was, das ist der große Windkraftfinanzierungsgesellschaft, möchte jetzt die Politik reagieren und hat das sogenannte Kleinanlegerschutzgesetz auf den Weg gebracht. Das Kleinanlegerschutzgesetz verhindert im Grunde solche direkte Beteiligungsmodelle an Wohnprojekten, an freien Schulen, an Biohöfen, an kleinen Konsumgenossenschaften oder Konsumläden, einfach dadurch, dass es wahnsinnige bürokratische Hürden vorschreibt. Prospektpflicht ist da das Stichwort, erkläre ich Ihnen jetzt nicht. Aber so ein Wertpapierprospekt, der jetzt künftig da vorgeschrieben sein soll, zu erstellen, kostet allein 50.000 Euro und damit können Sie es gerade mal vergessen. Diese Prospektpflicht, das ist die Ironie der Geschichte, bestand für die Procon-Anleihen schon immer. Nur diesen Prospekt hat keine Sau interessiert und meiner Meinung nach ist es einfach der Versuch, ich sage das jetzt mal ganz provokant, menschliche Dummheit, aus der Welt zu schaffen. Aber wenn jetzt einer kommt und sagt, mir wurden 15% Rendite versprochen, jetzt meine Kohle weg, hält sich mein Mitleid dann einfach auch in Grenzen. Ja? Also ich denke, ein bisschen hingucken. Ja?
Aber natürlich sind Direktkredite höchst riskante Anleihen, wenn man sie ökonomisch oder volkswirtschaftlich bewertet, höchst riskant. Logisch, weil sie sind, wenn das Projekt schief geht in den ersten 3 Jahren, sind die Direktkredite weg. Und das muss man allen, die Direktkredite geben, auch ganz, ganz klar und deutlich sagen. Das finde ich redlich und wichtig, das tun die. Ja, aber nur mal so, da gibt es eine ziemlich, aus meiner Sicht ziemlich verrückte bürokratische neue Rechtskonstruktion, die sowas und nicht nur sowas dann auch verhindert. Lesen Sie sich bitte den Text durch, den die GLS da geschrieben hat und den beigelegt hat. Das ist ganz sicher. So, jetzt war die Frage, wie geht denn so ein Weg, und da komme ich gleich zu Ihrer Frage, wie geht so ein Weg für eine Gruppe, die so ein Wohnprojekt gründen will? Naja, sie sammelt sich, sie hat eine gemeinsame Idee, sie ist sich sicher, dass sie diese Idee hat. Dann geht es erstmal so ganz praktisch darum, irgendein Haus oder ein Grundstück zu haben, einen Plan, wie das bestellt werden soll, und sich zu entscheiden, in welcher Form das laufen soll. Sollte sich die Gruppe entscheiden, ein Mietshäuser-Syndikatsprojekt zu werden, wo wir jede Gruppe bitten, das reiflich zu überlegen, ob das passt oder ob nicht vielleicht was anderes besser passt. Ja, wir sind nicht der Stein der Weisen, also muss man ganz klar zu sagen. Dann beraten wir die Gruppe, und was sie tun muss, ist, klar, mit den Architekten reden, Sanierungskaufgutachten oder Baugutachten entsprechend zu haben, belastbare Pläne. Sie müssen irgendwie schauen, dass sie an die Direktkredite drankommen. Sie müssen schauen, dass sie eine Bank finden, die das finanziert, ja, also den Rest finanziert. Und sie müssen schauen, dass sie ihre Strukturen, ihre internen Strukturen gut auf die Reihe kriegen, dass sie auch die Belastung aushalten, die das dann bedeutet, wenn es dann zur Renovierung kommt oder was auch immer. Was jetzt auch nicht gerade ganz so ist. Können Sie das konkret am Beispiel jetzt in Tübingen, die Schellingstraße? Das ist plastisch wirklich. Okay, die Schellingstraße war ein, erzähl ich mal kurz die Geschichte der Schellingstraße, ja? Neugierig. Also die Schellingstraße war ein Haus, das wurde 1980 besetzt, als die französische Armee dieses Stabsgebäude der Tiefwahlkaserne, darin ist es nämlich basiert, verlassen hat. Dann waren zwei arme Bundeswehrsoldaten, die standen da rum und eine Horde Studierender kam, weil sie einfach nicht wussten, wo sie schlafen sollen. Ne? Selbst die Sporthallen waren voll, da gab es einen Moment riesige Wohnungen. So. Und die haben gesagt, Leute, jetzt fahrt einmal vom Acker, wir wohnen da jetzt. Sind einfach reingegangen, haben da drin gewohnt. Und in Tübingen gibt es die berühmte Tübinger Linie, dass also nicht gewaltsam gegen Bewohnerinnen und Bewohner Tübingens vorgegangen wird, sondern dass man immer versucht, eine Lösung zu finden. Dann hat das Studentenwerk, das war dann immer so ein bisschen der Engel, der über allem schwebte, das an Studierende weitervermietet und ist ausgebaut, noch 2 Häuser in Garten gestellt. Dann war klar, der Bund will das verkaufen, und irgendein Investor würde schon, weil das sehr zentral liegt und ein schickes Grundstück ist, großer Garten, würde damit wohl was machen, was den Menschen, die da gerade drin wohnen, nicht passt. Ja. Also sind sie hergegangen, haben sich überlegt, wie können sie das jetzt für sich weiterhin nutzen. Und dann sind sie mit dem Bund in Gespräche gegangen, sind mit der GLS-Bank damals in Gespräche gegangen, haben geschaut, wie kann man das finanzieren, wie können wir das machen, also wie geht das, haben Architekten und Architektinnen gesucht, die Gutachten geschrieben haben und geschaut haben, wie kann das sinnvoll renoviert werden, wie können wir eine energetische Sanierung machen, sind mit der Denkmalstiftung in Kontakt gegangen, um Mittel aus der Baden-Württembergischen Denkmalstiftung zu bekommen, was auch letzten Endes gut geklappt hat. Und haben dann eines Sommers 30 freireisende Handwerkerinnen und Handwerker eingeladen, die da ihre Sommersoli-Baustelle gemacht haben und haben die Bude dann mit den 30 Handwerkern saniert. Das war eine in vieler Hinsicht fruchtbare Begegnung. Sind auch 2 Kinder dabei rausgekommen aus der Sommerbaustelle. Aber auch ein schön renoviertes Dach. Und vor allem ein energiedichtes Dach. Also das ist jetzt nur mal so ein Beispiel. Aber glauben Sie jetzt nicht, dass, weil Sie so ein Projekt gründen, sind Sie gezwungen, aufs Dach zu steigen. Das ist jetzt halt eine Lösung, ja, die Menschen, die da drin wohnen, sich so gemacht haben. In dem Projekt haben 100 Leute gewohnt, vielleicht 10 oder 15 haben die Projektidee jetzt kontinuierlich und mit Werf verfolgt. Und 4 oder 5 oder 6 haben das ganze Ding gemanagt und das hat gereicht. Ne? Das hat getragen. Und da war es ein bisschen ein mühsamer Verhandlungsprozess. Man musste ja auch die Stadt davon überzeugen, dass
diese Leute das tatsächlich hinkriegen, was dem erst nicht zugeschrieben wurde oder was man nicht zugetraut hat. Aber so hat man das hingekriegt. So, also das war so ein Prozess. Ja? Also so funktioniert das. Ja, und wie hat jetzt die Finanzierung funktioniert? Welche Größenordnung und zahlen die Leute jetzt hier Miete oder ja. Wie gehört das Ding oder wie funktioniert das? Das Ding gehört der Wohnfrei Kleinstraße GmbH, gehört das Haus. Die Menschen, die da drin wohnen, haben einen Mietvertrag mit der Wohnfrei Kleinstraße GmbH. Die zahlen ihre Miete an die GmbH. Die GmbH bezahlt, stottert die Kredite darüber ab. So. Ja, können Sie da Zahlen nehmen? Das ist mal ein Beispiel. Dann. Aber dann gehen Sie doch nächste Woche mit da hin. Was denn für Zahlen? Also was möchten Sie denn? Was hat das kostet oder wie? Hat 2,5 Millionen. Ja, also mich würde es auch interessieren, hat dann jeder, der da drin wohnt, ich sage jetzt mal, ein Darlehen von einem bestimmten, also 20.000 oder was bezahlen müssen, weil der grüne Eigenkapital braucht es ja auch. Nein, niemand muss irgendwas. Also niemand muss irgendwas tun, es muss kein Geld mitgebracht werden und keine Einlageverpflichtung, das ist aber auch... Aber da haben wir ja den dunkelgrünen Streifen mit Eigenkapital, also muss da doch... Nein, das Eigenkapital entsteht, weil das... Ach, über die Miete. Weil das Projekt einen gewissen Überschuss erwirtschaftet. Okay. Das ist ein bilanzieller Gewinn und der wird zu Eigenkapital kapitalisiert. Ja? So, Sie müssen ja die Kredite zurückzahlen und ohne einen gewissen Gewinn zu machen, können Sie die Kredite nicht zurückzahlen. Das hat bilanzielle Gründe, das ist einfach so. Das Projekt hat 2,5 Millionen Euro gekostet mit Renovierung so und das ist alles geliehen worden und dieses geliehene Geld wird jetzt halt sukzessive über die Mieten zurückbezahlt. Aber es ist eher das Gesetz im Mietshäuser-Syndikatsprojekt, dass keiner irgendwas mitbringen muss. Wer natürlich Geld übrig hat und es dem Projekt leiht, wird nicht dafür bestraft. Der sollte es natürlich tun, aber das ist wirklich wichtig. Also, der kriegt es ja wieder zurück. Ist kein Geschenk, der kriegt es wieder zurück. Ja. So ist es. Das ist keine Spende und kein Geschenk. So, jetzt machen wir mal reihum. Ja, am Münch werden Sie direkt was besuchen. Vielleicht nur ergänzen, vielleicht ist die Frage auch dahin gerichtet, was die Mietpreise pro Quadratmeter angeht. Die Intention von den Syndikatprojekten ist ja die, dass man bezahlbaren Wohnraum als Mieter bekommt. Das hat ja auch damit zu tun, wie man so ein Projekt aufzieht, ob man da einen Bauinvestor, Projektentwickler einsetzt etc. Wie die Hütze dann geht, ja. Dass das eben nicht die höchste Miete sein darf. Genau. Die Idee ist, also unsere rechnerische Grenze ist 20% unter der vergleichsweisen ortsüblichen Miete. Ne? Unter der 20% unter der ortsüblichen Vergleichsweise, da wollen wir hinkommen, das sollen die Projekte bitte schaffen. Ja? So, das ist immer so die Frage. So, jetzt war hier eine Frage, melden Sie mal kurz alle, die Frage haben, dann zähle ich mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja? Und in der Reihenfolge bitte. Ja, also ich hänge auch noch an dem Punkt, wo ist der Unterschied zwischen, ich suche mir 6 Leute, wir kaufen zusammen ein Haus, wir gehen zur Bank, nehmen einen Kredit auf, wir bringen alle ein bisschen Eigenkapital mit zu diesem Mietsyndikat. Also sie hat ja vorhin diese Grafik, wo es den Hausverein gibt und den, die GmbH, der das Haus gehört. Und was ist jetzt der Unterschied, wenn ich das mit Mietsyndikat mache? Welche Rolle übernimmt denn Mietsyndikat? Sind diese Direktkredite, gehen die direkt an die Haus GmbH oder läuft das über die Syndikat GmbH? Also das ist mir irgendwie noch nicht so richtig klar. Also Direktkredite gehen direkt an die GmbH, damit hat das Syndikat nichts zu tun. An die Haus GmbH. Aber was ist denn jetzt der substanzielle Unterschied, wenn ich so ein Wohnprojekt mit Mietsyndikat mache? Was ist das anders? Naja, wenn Sie ein Wohnprojekt mit dem Mietshäuser-Syndikat machen, dann wollen Sie von dem großen Netzwerk profitieren, wo ganz viel Erfahrung drinsteckt. Dann wollen Sie von diesem Solidarfonds erst profitieren, ihn später einspeisen. Und Sie wollen sicher sein, dass das Haus nicht mehr privatisiert werden kann. Wenn Ihnen das wichtig ist, dann sollten Sie Mitglied im Mietshäuser-Syndikat werden. Wenn Ihnen das nicht wichtig ist, dann sollten Sie es lassen. Wer dann, ist denn im Grundbuch als Eigentümer eingetragen? Die GmbH. Ja. Die Haus GmbH. Das ist keine Privateigentum. Es gibt kein Privateigentum. Ne? Und wenn Sie jetzt zu 6 sich ein Haus kaufen, da können Sie das aufteilen, da gibt es schöne Konstrukte, Teileigentum, da können Sie alle Eigentümer werden und sich das schön aufteilen. Wenn Sie das, wenn das für Sie so passt, dann machen Sie das. Mir geht es ja nicht darum, ich bin ja aus Gründen hier. Ich meine ja nur, nein, ich will nur sagen, das ist der Unterschied. Ich will es noch verstehen, was genau profitiert man vom Mietsyndikat? Das, was ich... Ist es die, ich
sag mal, die Ideologie, die ja. ich ja durchaus sympathisch und richtig finde, oder, also dann haben Sie eben noch gesagt, es ist die Erfahrung, die man dann auch dort abrufen kann, aber mit der Finanzierung direkt hat Mietsyndikat da nichts zu tun. Oder naja, indirekt natürlich schon, weil wenn hinter einem Projekt das Mietshäuser-Syndikat steht, werden Sie bei einer, wenn Sie da zum Beispiel bei der GLS Bank oder wo auch immer Sie nachfragen wollen, wenn man das da kennt, werden Sie vermutlich etwas leichtere Karten haben, weil die halt einfach das System, das dahinter steht, kennen und wissen, okay, die Leute sind vermutlich recht gut beraten und das Ganze hat eher Hand und Fuß und die würden etwas, was ziemlich waghalsig ist, möglicherweise nicht zur Aufnahme ins Mietshäuser-Syndikat empfehlen. So, indirekt schon, aber ansonsten nicht, nein. Es geht nur darum, für viele Leute ist es unangenehm, zum Beispiel Eigentum zu haben. Die wollen auch flexibel sein, die wollen dann auch sagen, okay, wenn es für mich nach 3 Jahren rum ist, will ich halt auch gehen können. Ich will da nicht drauf committed sein. Insbesondere in Gemeinschaften gibt es immer wieder Verwerfungen. Und diese Verwerfungen sind schwerer aushaltbar, wenn ich da finanziell drin hänge. Wenn ich das nicht so drin hänge, dann ist es einfach leichter, da zu gehen. Also das sind so soziale Vorteile. Aber es geht, klar, es geht ein Stück weit um Gemeingüter. Kommt man da wieder raus? Ich kündige meinen Mietvertrag und gehe. So, okay, ich habe jetzt gezählt, wer war Nummer 2? Ich hatte eigentlich eine eher praktische Frage. Also Sie sagten ja ehrenamtlich oder 10.000 Euro im Jahr oder was Sie da haben. Diese Syndikats GmbH, und wenn Sie jetzt sagen, die ganzen Vereine haben ihre Mietverträge und so weiter, gibt es denn da? Ist denn jetzt auch eine Aufgabe, jetzt diese Syndikats GmbH da an der Stelle Dienstleistungen, Beratung zu machen? Gar nichts. Und es gibt auch wirklich keine Geschäftsstelle, die da irgendwie. Auch klar, die gibt es schon. Hm. Aber das ist alles übers Internet organisiert. Ich kann da überall fragen, wie sollen wir das mit den Mieten organisieren? Hm. Habt ihr eine Software oder was für Erfahrung ist es bei euch mit da und da und wie können wir das aufziehen und was macht dafür Sinn? Und dann wird es auf jeden Fall eine Antwort geben. Die ist halt eher so. Die ist nicht zentralisiert. Ne? Also es gibt ein Handbuch mit glaube ich, 150 Seiten inzwischen. Da ist alles Detailliertes beschrieben bis zum Mietvertrag, Satzung, GmbH-Vertrag, Entwürfe, bis zu den Kontenlisten, die ich für die Buchhaltung brauche. Das ist schon mal ziemlich praktisch. Und wenn ich darüber hinaus einfach eine Frage habe, dann stelle ich die. Und irgendjemand wird antworten. Es gibt nur keinen zentralen Menschen, der für das Antworten zuständig ist, sondern sind halt so ein bisschen alle zuständig. Und wie das halt, wie halt so Netzcommunities dann halt letztlich organisiert sind. So, beantwortet? Ja. Okay. Da 3, wir haben Nummer 3, irgendwo da hinten. Ist noch nicht mehr. Ich wollte fragen, ich habe es noch nicht ganz verstanden, was ist denn der Unterschied zwischen Syndikat und Genossenschaft? Also, wie es für mich jetzt anhört, ist sowas Ähnliches wie eine Genossenschaft, ja? Absolut. Also, es gibt ideologisch keinen sehr großen Unterschied. Wieso hat man damals den Weg der GmbH und nicht der Genossenschaft gewählt? Es gab 2 Gründe. Erstens mal ist diese große Eigentumssicherung, also dieses Reprivatisierungsverbot, das ist in Genossenschaften, war es zumindest damals schwieriger zu organisieren. Inzwischen geht es anscheinend leichter, bin aber nicht so der Genossenschaftsexperte. Und zweitens, ein wichtiger Grund für die Gründerinnen und Gründer damals war, bei Genossenschaften hängt immer der Genossenschaftsverband drin. Und das empfand man als auch ein Teil einer obrigkeitsstaatlichen Einmischung, die gegen das Grundziel einer Autonomie und Selbstbestimmung zuwiderlaufen kann. Diese beiden Gründe haben dazu geführt, nicht die Genossenschaft zu wählen. Und die GmbH ist halt auch leicht machbar. Jeder Steuerberater, jeder Feldwiesen-Waldsteuerberater kann GmbH, kann er Genossenschaft? Weiß man nicht. So. Das war noch so ein praktischer Teil. Aber Genossenschaften, das ist keine Abwertung von Genossenschaften, da lege ich echt großen Wert drauf, also nicht von mir, ich finde Genossenschaften super toll. Es gab Gründe damals, sich für was anderes zu entscheiden, die finde ich nachvollziehbar, aber die Idee ist eine genossenschaftliche, ja. Haben Sie ganz richtig gehört. Da hinten waren, genau. Können Sie nochmal die Grafik zeigen mit der Haus GmbH, dem Verein, der Syndikatsgeschichte, der Grünen, genau, genau das. Ja. Also, um auf Ihr Beispiel zurückzukommen, die 100 Leute in Tübingen haben sich zu einem Hausverein zusammengeschlossen. Ist es richtig? Ja. Okay. Und haben zusammen mit der Syndikat GmbH eine Haus GmbH gegründet? Ja. Wer ist jetzt
in dieser GmbH der Komplementär und wer ist da links und wie ist das aufgeteilt? Das ist ein bisschen konkreter machen. Also es gibt kein Komplementär, sondern die sind zwei Besitzer GmbH, zwei Gesellschafter dieser GmbH, die einen Vertrag geschlossen haben. Dieser Vertrag tut diese Syndikats GmbH von nahezu allen Mitbestimmungsrechten ausschließen und es ausschließlich an den Hausverein übertragen. Ja? Lediglich bei diesen Sachen, die mit Eigentum zu tun haben, gibt es hier ein Mitspracherecht. Gut, das kann man ja machen. Nehmen Sie die Bosch Stiftung, die kassiert den Gewinn, hat aber nichts zu sagen, was ja eine gute Lösung ist. Ist es ähnlich zu verstehen, dass die Syndikats GmbH nur ein beschränktes Mitspracherecht in der Haus GmbH hat? Absolut. Okay. Ein äußerst beschränktes. Ja, ich möchte es einfach verstehen. Ja, deshalb sage ich es. Die Haus GmbH hat die Immobilie erworben und steht als Eigentümer im Grundbuch. Ja. Okay, dann ist auch klar, dass die dann auch als die Vermieter auftritt gegenüber dem Verein, gegenüber den Individuen, die den Verein bilden. Genau, gegenüber den Individuen, das ist wichtig, nicht gegenüber dem Verein. Ja. So, jetzt habe ich mal eine Frage, wenn die Haus GmbH einen Gewinn macht, egal wie groß der ist, ist ja gut, wenn die keine hohen Zahlen schreibt. Wie wird das dann aufgeteilt zwischen dem Hausverein und der Syndikats GmbH? Das ist eine sehr prinzipiell bleibt der Gewinn im Haus, weil dieser Solidarfonds ist nochmal als, das habe ich jetzt nur, weil es wirklich kompliziert ist, ist nochmal als extra Körperschaft organisiert und er fließt quasi, dieser Gewinn fließt an die Körperschaft, die den Solidarfonds verwaltet. Ist aber relativ, ist ein bisschen kompliziert und jetzt nicht leicht zu erklären. Letzte Frage, Entschuldigung. Da erklärt er durchaus, wenn wir über Leute wollen, erkleckliche Summen bewegt. Ja. Und wenn Sie sagen, es wird so ein bisschen gemanagt von Ehrenamtlichen, wie stellen Sie denn sicher, dass da, wenn da nicht mal ein böser Mensch oder ein lauter guter Mensch auftaucht, irgendwas anstellt und plötzlich sind ein paar hunderttausend Euro weg? Also, das ist im Übrigen überhaupt gar kein, in Tübingen alles andere als fernliegend, weil genau dies nämlich passiert ist. Es gab das Studentenwerk e.V. vor vielen Jahren, das hat den Geschäftsführer, der war spielsüchtig und der hat Geld im Wert eines Mehrfamilienhauses, das eigentlich dem Studentenwerk e.V. gehört hat, verzockt in Baden-Baden. Also es ist alles andere als abwegig, was sie da sagen. Ja. Und die Sicherungsmechanismen sind die folgenden. Erstens mal begreifen sich die Projekte durchaus als Gemeinschaft, also die gucken schon hin. Dann gibt es in Tübingen die regionale Koordination des Mietshäusersyndikates, in dem alle Mietshäusersyndikatsprojekte aus der Region versammelt sind. Da müssen Jahresabschlüsse und sowas vorgelegt werden und die werden dort auch gemeinsam besprochen. Es gibt also eine Reihe von Leuten, die da drauf gucken. Dann muss noch der Jahresabschluss an die Bundeskoordination nach Freiburg geschickt werden und wird da auch nochmal drauf geguckt. Wenn ich da eklatant bescheißen will, muss ich schon echt gut sein und das gut verstecken können, weil dieses Viel-Augen-Prinzip schon einiges aufdeckt. Insofern gibt es eine Sicherheit. Dann ist es im Allgemeinen so, dass Geschäftsführer niemals der GmbH, die es gibt, die es auch ehrenamtlich tätig sind, die dürfen niemals allein nach außen irgendwas unterschreiben, sondern je nach Größe zu zweit, zu dritt. Das verhindert auch, dass es da Schwierigkeiten gibt. Und die Projekte an sich sind auch mit solchen Projektbereichen oft organisiert. Da gibt es dann eine Verwaltung, ein Finanzierungs-AK, in dem dann halt mehr Leute drinstecken, die dann da mit drauf kommen. Das waren alles Methoden, die bisher Missbrauch verhindert haben. Dass sie ihn absolut und 100% und sowieso verhindern können, das ist annähernd unmöglich. Aber es macht es schon sehr viel schwerer und ich muss schon sehr viel mehr kriminelle Energie aufwenden. So. Einigermaßen beantwortet? Gut, Sie können es ja kontrollieren. Also ich habe es jetzt so verstanden, die Syndikat GmbH geht A als Berater und auch als Unterstützer der Reihe im Hausverein auf und auch als Kontrollorgan. Und ist wahrscheinlich auch ein gewisser Garant dafür, dass eine Bank einen Kredit gibt. Weil das Syndikat GmbH ist vermutlich etwas besser bekannt als ein neues sich gründender Hausverein in Hintertupfingen beispielsweise. Nochmal ein neues Projekt. Mein Eindruck ist das auch. Frage zu der nächsten Folie, gerade unten. Noch eine weitere, Entschuldigung.
Wenn ihr jetzt nochmal in dieses Jahr 2005 guckt, also ich verstehe es so, das ist die Haus GmbH, die nimmt jetzt einen Kredit auf, um eine Immobilie zu erwerben. Ja. Und diese GmbH, also diese Zweckgesellschaft quasi, die macht das mit einer Eigenkapitalquote von 0%. Nö, die Direktkredite sind quasi so etwas wie Eigenkapital, aus Sicht der Bank jedenfalls, weil die Direktkredite hinter dem haften, was die Bank an Kredit gibt. Also aus Sicht der Bank ist es nachrangig, ist ein Nachrangdarlehen, so wird man das betriebswirtschaftlich korrekt bezeichnen. Und damit ist es aus Sicht der Bank Eigenkapital. Okay, und meine nächste Frage wäre dann, warum vom Jahr 2005 bis 2014 sich die Bilanzsumme von 2,5 Millionen auf 1,9 Millionen verkürzt, weil das würde für mich bedeuten, dass irgendwelche Werte vernichtet werden in dieser Zeit aus finanzieller Sicht. Wo gehen diese 600.000 Euro hin? Das ist keine bilanzielle Darstellung, sondern es ist eine verkürzte Darstellung, die nur eine Finanzierungssicht betrachtet. Also wenn man das jetzt genau betrachtet, dann haben Sie hier die 2,5 Millionen, die dann eben mit der für dieses Bauwerk gültigen Abschreibesatz von 2,5% jedes Jahr abgeschrieben würde. Und Sie haben dann einen linearen Wertverlust, der vielleicht durch vereinzelte Sonderabschreibung von Inventaren noch ein bisschen verändert wird. Aber bilanziell hätten Sie eine recht lineare Kurve. Ja? Dieses Eigenkapital, was da jetzt entstanden ist, ist es in Form von Eigentum an der Immobilie oder ist es auch eine Immobilie? Das ist, wie sich das Kapital verdinglicht, das, je nachdem, ein bisschen was steckt im Gebäude, ein bisschen was auf dem Bankkonto, um es mal platt zu sagen. Ja. Also die Differenz ist quasi dann durch die Abschreibung auf das Gebäude erklärbar? Nee, es ist keine reine bilanzielle Aussage, es ist ein bisschen schematisch. Wenn wir die Bilanz angucken würden, ergäbe sich die Kurve ein bisschen anders. Ja? Was vielleicht laienhaft so erklären, das Blaue ist der Kredit, der zurückgezahlt wird aus den Mieten. Ja. Das Gelbe ist so eine Art revolvierender Kredit, der halt jetzt immer gleich ist, aber auch theoretisch zurückgezahlt werden kann. Und das Grüne ist das, was dann darüber hinaus noch aus den Mieten erwirtschaftet wird. Und damit so, dann Eigenkapital bildet. So ungefähr, ja. Wird das irgendwann mal zurückbezahlt, komplett, der Kredit? Klar. Oder bleibt der immer? Klar. Also der Bankkredit wird auf jeden Fall zurückbezahlt. Die Direktkredite, je nachdem, muss nicht sein. Soll nicht unbedingt sein. Wäre besser, sie bleiben drin und sie werden anderen zur Verfügung gestellt. Aber je nachdem. Aber wir bleiben jetzt in der Reihe. Da war noch eine... Sechs. Weiß nicht, ob ich dran bin. Ich habe eine Frage, wenn ich jetzt nicht selber ein Wohnprojekt gründen möchte, also nicht einziehen, aber das Modell interessant finde, dann habe ich die Möglichkeit, irgendwo mit Direktkrediten zu unterstützen und vielleicht im Syndikat anzufragen, wo gibt es denn was, und ich würde das machen. Dann haben Sie vorher erzählt, dieses Modell ist in Freiburg entstanden und in Tübingen gibt es das. Ich habe jetzt an Ihrer Schau vorher gesehen, in vielen Studentenstädten. Gibt es denn irgendwo Modelle, die sozusagen studentisches Wohnen unterstützen? Weil ich denke, das ist ja heutzutage mittlerweile ein Problem in den Studentenstädten, dass eben genau private Wohnungen zimmerweise sehr teuer vermietet werden. Und ich jetzt so gedacht habe, vielleicht gibt es auch Syndikatmodelle, die sozusagen ganz speziell studentisches Wohnen fördern und versuchen, diese Privatisierung, die in dem Bereich läuft, die langsam auf Zimmerebene und so weiter ist, etwas entgegenzusetzen, weil das wäre ja auch möglich, ohne dass man selber drin wohnt, sondern dass man da auch eben eine billigere Möglichkeit für die Studenten bietet. Oder Sie haben vorher was von Studentenwerk und Zusammenarbeit erzählt, aber das ist eher Modell gewesen oder Beratung? Nee, das war nur so eine Zwischenlösung, ja. Nach der Tübinger Linie. Nee, das mit dem Studentenwerk verbindet uns eine herzliche Abneigung, aber das hat historische Gründe. in vielen diesen Projekten, wenn sie denn in Universitätsstädten lokalisiert sind, finden sich viele Studierende. Mhm. Ich halte aber nichts davon, Häuser explizit für Studierende zu bauen oder dass dann nur Studierende einziehen dürfen. Das finde ich persönlich einfach deshalb Quatsch, weil also
eine, die eine Physiotherapie-Ausbildung macht oder eine Logopädie-Ausbildung, die gilt nicht als Studierende, darf da nicht einziehen. Oder geht es der besser oder schlechter? Also das finde ich, find ich ein Ausschlusskriterium, dessen Sinnhaftigkeit ich sehr stark bezweifeln würde. Wenn zu mir ein Projekt kommen würde und sage, wir wollen jetzt also nur Studierende, würde ich sagen, also Leute, sucht da was anderes. Ich glaube, das passt nicht zu mir. Aber ganz klar ist, in allen Projekten, die in den Städten sind, die Universitätsstädte sind, oder in ganz vielen, wohnen Studierende und viele wie die Schellingstraße oder wie die Susi in Freiburg, Schellingstraße in Tübingen, Susi in Freiburg oder die Lou in Tübingen, die haben auch noch den Charme und den Charakter eines Studierendenwohnens. Mhm. Mhm. So. Also das sind größere Projekte und ja, okay. Ja? Okay, jetzt machen wir eine neue Runde. Bitte alle, die was fragen wollen, kurz melden, dann zähle ich nochmal durch. Jetzt machen wir es von rechts nach links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Ja, ich finde es gut, wenn du vielleicht nochmal ein Beispiel geben könntest von einem Wohnprojekt, das nicht funktioniert hat. Meines Wissens haben eigentlich alle Projekte, die angefangen haben, funktioniert, bis auf eins. Und jetzt nicht, um uns irgendwie schlechte Stimmung zu verbreiten oder irgendwie zu sagen, so, es funktioniert eh nicht, sondern einfach vielleicht, was kann man daraus lernen, wo sind die bestimmten Fallen und vielleicht auch, um es nochmal ein bisschen klarer rauszuarbeiten, wie ist das für den einzelnen Bewohner oder wer jetzt sowas starten möchte, und, aber was, genau, wie ging das mal schief und warum? Also, wir müssen mal kurz die Kriterien für Schiefgehen gerade ziehen. Es gibt ein Projekt, das ist gescheitert, das ist bankrott gegangen, weil die dem Architekten zu viel vertraut haben und der Architekt, also ich sage es mal etwas verkürzt, einfach vollkommen falsche Versprechungen über zu erwartende Sanierungs- und Ausbaukosten gegeben hat, über dem, was dann mal veranschlagt war, lag, und das ist dann schiefgegangen. Was daraus zu lernen ist, ist bei größeren Projekten, sind Gutachten von zwei unabhängigen Architekten. So, das ist dann wichtig, also bei größeren Investitionssummen. Überhaupt ist es mit den Architekten so ein bisschen so ein schwieriges Thema. Viele Architektinnen und Architekten können mit solchen gemeinsamen Wohnformen echt nicht besonders gut umgehen. Die wollen sich immer in solchen Projekten hinein verwirklichen und auch so eine künstlerische Aussage treffen und sich da hineinbegeben. Sie verstehen nicht, dass sie wirklich nur ein kleines Werkzeug sind. Das ist für viele Architekten und Architekten meiner Meinung nach keine Rolle, die gerne annehmen. Ja? Das ist aber in Wohnprojekten wichtig. Das ist mal nur so als Ding. Ich betrachte Wohnprojekte, wo Leute ausziehen und fertig sind mit denen und sauer sind, wo es einen Bruch gibt, wo mal geschwind ein Drittel der Bewohnerinnen und Bewohner das Haus verlässt, die betrachte ich jetzt persönlich, auch wenn das finanziell keine Auswirkung hat. Da sehe ich auch ein kleines Scheitern drin oder eine Phase des Scheiterns. Und die finde ich viel, das kommt viel häufiger vor und das ist viel wichtiger und viel, für mich viel relevanter, weil da viele Verletzungen entstehen. Und das ist blöd, wenn Leute verletzt, ich meine, Leid gehört zum Leben, das ist auch wichtig, das auszuhalten. Aber trotzdem, wenn Leute verletzt und beschädigt oder sowas ausgehen, ist es doof. Und da gehört der Mut, auch bei Konflikten sich von außen helfen zu lassen, mit dazu. Und das ist das, was wir den Projekten so als Idee dann auch empfehlen. Ja? Um gar nicht erst an den Punkt zu kommen, wo Sachen dann so schief gehen. Das finde ich nämlich auch eine Form des Schiefgehen. Okay? So. Ist das so ein bisschen beantwortet? Ja, nee, ich frage mich gerade nur, also warum ist das eine Art von Schiefgehen, wenn ein Drittel auszieht? Ich meine, in jedem Mietshaus ziehen doch Leute aus und ein. Ja. Man hat Freundschaften mit Nachbarn und dann zerbricht es halt. Das ist ja, also, ja. Ich glaube, was vielleicht, oder was ich auch so das Gefühl habe, ist mir nicht so richtig rübergekommen, ist so, es ist ja ein soziales Projekt auch. Es wurde jetzt viel über die GmbHs und die ganzen Strukturen und die Finanzierung so gesprochen, aber eigentlich ist es ein soziales Projekt, wo Leute eben halt wirklich zusammen wohnen wollen, was Besonderes umsetzen wollen. Also in Stuttgart ist es halt das linke Zentrum, Lilo Hermann, aber woanders ist es, hat es vielleicht ganz andere Schwerpunkte. Also, absolut. Ja, also es hängt einfach viel, viel mehr daran. Und Leute, die dann auch einziehen, die auch deswegen da rein wollen und. Ja, aber das ist halt auch sehr unterschiedlich. Also Projekte haben wahnsinnig viel Unterschied. Man kann das auch nicht
verallgemeinert. Projekte haben einen wahnsinnig unterschiedlichen Charakter. Gemeinsam ist, oder gemein ist den Projekten, dass sie nicht in ein normales Mietshaus sich organisieren wollen, sondern dass sie auch irgendwas voneinander wollen. Was dieses Irgendwas ist und wie dieses Irgendwas aussieht, ist so dermaßen unterschiedlich, dass ich hier keine allgemeingültige Definition geben kann. Deshalb habe ich das auch nicht getan, weil das einfach zu sehr auseinander differiert. Nur dieses Etwas voneinander wollen sorgt eben immer in den Gruppen für dynamische Prozesse. Ja? Und ich sehe das einfach anders. Wenn Menschen da rausgehen und sie sind beschädigt dadurch, finde ich das total scheiße. Ja, wenn sie rausgehen und sie sagen, es ist gut, dass ich jetzt gehe und ich bin dankbar für die Zeit, in der ich doch sein durfte, aber ich merke, es ist jetzt zu Ende. Es ist eigentlich auch gut, dass sie da angefangen haben, das zu machen. Ne? Und versucht haben, dieses Gebäude aus der Konzentrierungslogik rauszuholen. Das mag ja sein, es geht nicht um Gut und Böse, es geht um den Prozess. Und was ich sagen will, ich definiere ein Scheitern auch dann, wenn Leute rausgehen und beschädigt sind. Punkt. Weißt du, so. Und das kann man verhindern. Das muss einfach nicht sein. Und da ist ein bisschen, da ist einfach ein bisschen Zeit und ein bisschen drauf gucken und ein bisschen Wohlwollen im Umgang miteinander einfach was Wichtiges. Und das, weil das hat eine zerstörerische Kraft, sowas. Und das ist echt entscheidend. Natürlich ist es toll, wenn die da hingegangen sind. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass ich es blöd finde, wenn sie beschädigt rausgehen. Weißt du? Okay. Nummer zwei. Das geht schon in die Richtung. Und zwar hat der Herr Münch vorhin gesagt, dass er vielleicht diese Dichte nicht unbedingt gerne hätte. Er ist sich da nicht so sicher. Und was siehst du für Fähigkeiten, die hilfreich sind, gut in solchen Projekten auszukommen? Wie würdest du die benennen? Gut, also das kann ich nicht sagen. Ein Projekt lebt von seiner Buntheit und von der Unterschiedlichkeit der Menschen. Ich glaube, was wichtig ist, ist, Unterschiede aushalten zu können. Und neugierig zu sein auf den Unterschied, den der andere macht, dadurch, dass er da ist und anders ist. So, ich glaube, das ist eine wichtige Fähigkeit. Aber wie ich zu dieser Fähigkeit komme, das sind, glaube ich, sehr individuelle Lebenswege. Die sind, das kann ich schwer apodiktisch sagen, so muss es sein. Ne? Und es ist auch sehr unterschiedlich von Gruppe zu Gruppe. Also jede Gruppe braucht halt Unterschiede und sie muss sich in ihren Unterschieden aushalten. Und du musst die Unterschiede aushalten. Vielleicht geht es darum, die Bereitschaft zu erkennen, was ist meins und was ist deins im Miteinandersein. Was? Wo ist meine Verantwortung, wo ist deine Verantwortung? Und da einen guten Blick dafür zu haben. Das kann dabei helfen, solche Beschädigungen abzuhalten. Hast du ein bisschen verstanden? Ja. Okay, gut. Nummer drei. Zum Solidarfonds des Syndikats. Kann jetzt eine Hausgemeinschaft oder so ein Hausverein dann auch als Direktkapital oder Direktkredit in Anspruch nehmen? Ja, also ich kann jetzt, wie gesagt, den Solidarfonds erklären, da bräuchte man nochmal einen Abend. Aber aus diesem großen Solidarpott oder aus den verschiedenen Quellen leihen sich die Projekte gegenseitig Geld. Ja, das ist so. Beantwortet? Ja. Okay, Nummer 4. Sie wollen eine Idee in die Welt hinaustragen. Ich glaube, sie ist zeitgeschichtlich auch vollkommen richtig und angesagt. Gibt es dann auch Überlegungen, eine Art Ideenbörse einzurichten, wo kleinere oder größere Gruppen, die sich mit dieser Idee rumtragen, sich melden können, um zu sehen, was läuft gerade in meiner Region? Also, ich sage es mal so, es gibt in verschiedenen Regionen verschiedene regionale Ansprechpartner. Die sind aber auch oft unterschiedlich organisiert. In Tübingen gibt es zum Beispiel so einen Stammtisch, wo Leute, die irgendein bloßes Interesse am Syndikat haben, hinkommen können und sich vernetzen und austauschen. In anderen Regionen ist das möglicherweise wieder anders organisiert. Wir haben keine großen Pläne, da so sehr missionarisch auf die Suche zu gehen,
weil alle, die fürs Syndikat arbeiten, irgendwie so gefühlt am Anschlag sind. Also wir haben genug zu tun mit dem, was es so gerade an Sachen gibt. Wenn Menschen dazukommen wollen, werden wir sie nicht verjagen, aber wir werden nichts tun, was uns jetzt im Moment noch mehr Arbeit macht. So. Es ist, wir wollen nicht, das ist der Konsens, wir wollen nicht in so eine professionelle Beratungsstruktur. Das können wir ja machen, dann kostet halt die Beratungsstunde 50 Euro, was, können wir alles tun, wir wollen es nicht. Und das hat einen Preis. Der Preis dafür ist, dass unsere Wachstumsgeschwindigkeit gehemmt ist und dass wir vielleicht noch mehr in die Welt hinaus wirken könnten, als wir es denn tun, aber es ist okay. Manchmal denke ich, es ist auch toll, wenn es noch eine andere Idee für Organisation von Mietshäusern gäbe oder noch zwei andere Ideen. Und das wäre schön, denen beim Wachsen zuzugucken und Hallo zu sagen und so. Und ich glaube, die Welt verändert sich nicht über die eine tolle Idee. Es gibt manchmal so den hysterischen Gedanken, muss man das ändern, das wollen sie nicht. Und dann wird alles gut. Das ist alles Quatsch, glaube ich. Sondern es geht daran, heute den ersten Schritt zu machen, nicht morgen und nicht übermorgen. Und wenn er noch so klein ist. Und in die Welt hinauszugehen und selber sich frei zu machen von all dem. Auch von dem Geschwätz, das ich gerade jetzt gehalten habe. Auch sich auch davon frei zu machen. Und zu schauen, was habe ich für eine Idee? Wie will ich die Welt befruchten sozusagen? Was will ich da hingeben? Und dann existiert vielleicht nochmal was Tolles. Und das fände ich auch toll. Okay? Gut. Was? Geben kann. So, jetzt war der nächste oder die nächste. Dahin. Ich hatte nochmal eine konkrete Frage. Also wenn Sie nochmal diese Folie mit den verschiedenen Zahlungen zeigen. Mit dem was? Mit dem? Ja, genau. Also ich habe das so verstanden, das Eigenkapital, das wird aus den Mieten aufgebaut und geht dann in Renovierung, beziehungsweise vielleicht sogar in energetische Sanierung und so weiter. Und diese Direktkredite, zu denen habe ich eine Frage. Also erstens mal, wer zahlt das im Allgemeinen? Sind das schon die Teilnehmer und Mieter von dem Projekt, die sich da immer einkaufen mit bestimmten Summen im Allgemeinen? Oder welcher Prozentsatz ist da von den Mietern geleistet? In welcher Prozentsatz wird vielleicht über die GLS Bank oder so akquiriert? Oder sind es wirklich die Projektteilnehmer, die die Geldgeber ranbringen? Und zweitens mal, gehen diese Direktkredite dann an andere Projekte? Das habe ich auch noch nicht verstanden. Also die Direktkredite, die Direktkredite sind Menschen, die dem Projekt nahestehen oder die da drin wohnen. In der Schellingstraße in Tübingen waren es vielleicht 10% derer, die drin gewohnt haben, die da in der Lage waren, was beizusteuern. Die anderen 90% kamen von außen. Und da muss man halt gucken, dass man das irgendwie auf die Reihe kriegt. So, ja. Und wenn ein Projekt Geld übrig hat, wo immer auch das herkommt und wie immer es auch dazu kam, dann wird es dieses Geld hoffentlich an andere Projekte verleihen. Ja, das ist der Gag. Aber man kann jetzt nicht sagen, die Direktkredite werden weiter verliehen, weil am Ende steht in der Bilanz irgendeine Summe und aus dieser Summe und aus der Liquidität, die sich daraus ergibt, wird dann halt was weiter verliehen. Aber das sind jetzt finanzielle Geschichten, das muss man auch nicht vertiefen. Aber dieses Eigenkapital, das wird nur zu einem kleineren Teil für die Renovierung und sonst was benötigt. Das Eigenkapital ist letztlich das, was primär auch in den Solidarfonds fließen soll und wo andere Projekte davon finanziert werden. Und wer ist jetzt der Verwalter von dem ganzen Geld? Nur das Syndikat, nicht die GmbH? Nein, die Haus GmbH, das ist ein Haus, das ist die Finanzierung eines einzigen Hauses und die Menschen, die da drin wohnen, die verwalten das Geld und die Entscheidung ist damit gemacht. Also der Verein. Der Verein als Träger der Selbstbewaltung, ja. Und wenn ich jetzt als Mitteilnehmer aus Verein, aus GmbH, der Meinung bin, uns ist jetzt meinetwegen eine energetische Sanierung wichtiger, als an Fremde unser Kapital weiterzugeben und andere von meiner Haus GmbH sind anderer Meinung. Wie? Oh.
Wofür brauche ich jetzt zum Beispiel das Syndikat? Entscheidet dann das Syndikat oder? Nee, oh Gott, was denn? Ja, Himmel! Nö, das macht ihr mal hübsch alleine und wie ihr das regelt, ist euer Problem. Also das, ja, als Syndikat juckt mich das nicht, also das müsste halt mal sehen. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nee, nee, und, das, und wir werden den Teufel tun, das überhaupt jemals irgendwie zu tun. Also, nee, nee, das müssen die Projekte mit sich ausmachen. Und da müssen sie Entscheidungsstrukturen haben, da müssen sie dran wachsen und schauen, wie sie diese Meinungsverschiedenheiten geregelt kriegen. Aber das Syndikat wird dann niemals auf dem Rückzahl und als Schiedsrichter auftreten, Gottes Willen. Nee, 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 nee. Also Mut zu Selbstverwaltung. Ja, Selbstverwaltung, es geht um Selbstverwaltung. So, jetzt war Nummer, wer hat sich noch gemeldet gehabt vorher? Sie und Sie? Genau, Sie beide, dann machen Sie auch? Ich habe mich auch nicht gemeldet. Okay, dann machen wir gleich die nächste Runde. Sie und Sie? Ja? Wann scheitert die Zurückzahlung des Bankkredits? Wann die scheitert? Ja, weil die Banken haben nicht kein Problem, aber jetzt zum Beispiel, naja, wenn keiner mehr von Mietern da ist und auch wer wieder ausziehen, halt einziehen. Und irgendwie, und auch die Direktkreditgeber, dass da irgendwie ganz am Anfang die Krise kommt, kann ja auch mal kommen. Ja, also das ist wie bei jedem Immobilienprojekt, das seriös geplant ist, ist das einzige und zentrale Risiko. Das kann mir passieren, dass die Mieter alle ausziehen und keine mehr da rein wollen und ich dann nicht genug Mieten habe und dann kann ich die Bankkredite nicht zurückzahlen und das ist ein Grund, langfristig wird das in die Insolvenz gehen. Ja, noch von dem Architekt haben wir gesagt, er hätte da falsche 2,5 Millionen, was da nicht ausrabattiert. Könnte man ja als Anregung an die Unis geben, das traditionelle Architekturstudium hat mit den Dingen wenig zu tun. Das stimmt. Das könnten wir aber da reinbringen und die Leute, die sowas aufbauen, auch die Architekten aussuchen, die da vielleicht eher Magisterarbeit oder sonst was als nicht auskennen. Super, machen Sie das! Gute Anregung, danke. Nochmal, um das für mich konkreter zu machen. Die Haus GmbH und der Verein, sind da die Mieter beteiligt? Ist das identisch oder sind es andere Leute? Oder ist die erste Frage? Und die zweite? Ich fand das erstmal die erste. Also, nee, in dem Hausverein sind die Menschen, die da drin wohnen, organisiert. Ja, fertig. Und im Hausverein sind die Menschen, die drin wohnen, also ja, die Mieter, das heißt jetzt wechseln. Das wenn der Mieter rausgeht, ist der genau. Verein draußen. So ist es. Also immer nur die Mieter. Ja. Und in der Haus GmbH, wer ist hier Gesellschafter oder der Verein? Immer der Verein. Ja. Und von der Stellung her ist es 50-50. Syndikat hat 50% GmbH-Anteile. Nee, aber es ist nicht so, aber es sind 49-51, aber die GmbH-Anteile spielen in der GmbH-Praxis keine Rolle, weil die Mitbestimmungsrechte vertraglich geregelt sind. Wie es vorhin gesagt habe. Okay. So, dann nochmal auf Tübingen bezogen. Sie sagten 2,5 Millionen hat das Projekt gekostet. 100 Leute wohnen ungefähr drin. Können Sie was sagen über die Mietpreise pro Quadratmeter und wie groß das Projekt ist? Und als zweites, haben Sie Gemeinschaftsräume und wenn ja, wer, wie wird das finanziert? Also die Miete in dem Wohnpark Kleinstraße sind, glaube ich, 6 Euro oder 6,50 Euro oder sowas pro Quadratmeter. Und die, klar gibt es da Gemeinschaftsräume. Die sind einfach da. Und wer finanziert das? Ist das auf die Miete umgeschlagen? Oder? Ja. Und können Sie da was sagen über einen prozentualen Anteil? Wie? Nö. Und wie viele Quadratmeter die Kleinstraße hat? Wohnfläche sind es, glaube ich, 2000 Quadratmeter Wohnfläche. Steht aber in unserem Heft, glaube ich, auch drin. Okay? Okay, jetzt noch eine letzte Runde mit Fragen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merken Sie es, ja? Also ich habe jetzt einfach so, wenn wir es im Projekt irgendwie anstoßen, das dauert so, bis es soweit ist und so die Leute halt und so weiter abwarten, wenn ich jetzt in so einem Landesbund bin, gibt es eine Liste von diesen Projekten und den leerstehenden Wohnungen, weil da irgendjemand auszieht? Oder gibt es, muss ich mich, Lauf. Ich muss gern
Nee, ich habe gefragt, wenn ich interessiert bin, in so einer Gemeinschaft zu wohnen, dann scheint mir das einfach ein langer Prozess zu sein, das umzusetzen. Und deswegen gibt es irgendwie die Möglichkeit zu erfahren, wo da jetzt irgendwelche Plätze frei werden oder. Nee, da müssen Sie einfach beim Projekt fragen, hat auch jedes Projekt seine eigene Idee, wie das funktioniert und da gibt es nichts Zentrales oder sonst was, wird es auch nie geben. Okay? Gut, Nummer zwei. Schlagwort Selbstverwaltung und diejenigen, die im Projekt wohnen, finden ihren eigenen Weg, Entscheidungen zu fällen. Sie haben vorher diese menschlichen Verwerfungen erwähnt. Gibt es die Idee, den Menschen, die sich für diese Form entscheiden, Handwerkszeug an die Hand zu geben, zu Entscheidungsfindungen, sei es Konsens oder sonst was zu kommen, um eben vielleicht auch diese Verwerfungen und Auszüge zu minimieren? Ja, es gibt es. Also es gibt Handwerkszeug, es gibt eine Gruppe im Syndikat, die sich sehr stark damit beschäftigt. Es gibt ein Netz an Supervisoren und Supervisorinnen, die für die Projekte projekterfahren sind und für die Projekte zur Verfügung steht und ihnen von außen hilft bei Entwicklungsprozessen und so. Das gibt es. Und wie sind die Erfahrungen damit? Hat es einen Einfluss auf die... Man hat es nicht sicher. Es gibt da keine wirklich gute Empirie dazu. Das ist nicht erhoben worden. Ich glaube schon, dass allein die Beschäftigung und Auseinandersetzung mit dem Thema sinnvoll ist. Ja? Okay, nächste. Also nehmen wir mal an, man hätte ein bisschen Geld zur Verfügung und würde gerne einen direkten Kredit irgendwie vergeben an so eine Haus GmbH. Geht man dann einfach da direkt auf die Haus GmbH zu oder genau. Auf den regionalen Koordinator oder wie? Was sind da die Wege? Was auch immer. Also man kann zur regionalen Koordination gehen und sagen, welches Projekt brauchst du vielleicht gerade und bringst oder habt ihr was ganz neu wird, dann würden wir immer einen Tipp geben. Aber man kann auch auf die Projekte zugehen und sagen, wollt ihr mein Geld haben? nach der Finanzkrise war es ein bisschen hart. Da gab es schon auch öfter mal die Antwort, nee, bitte nicht, weil alle haben ihre Bankkonten gefühlt, haben alle ihre Bankkonten leer geräumt. Die nicht zur GLS gegangen sind, sind zum Syndikat gegangen. War wirklich so. Also da haben wir uns von Geld nicht retten können. Da gab es auch Projekte, die gesagt haben, sorry, das ist total nett und super Gedanke und wirklich, aber echt, es geht nicht. Das heißt, Sie warten auf nächste Finanzkrise. Wir sind Profiteure der Finanzkrise, ja. Okay, nächste. Wie ist es, wenn einer die Miete nicht bezahlt oder sich massiv vertragswidrig verhält? Das wird dann auch im Verein besprochen, ob der gekündigt wird oder so. Ja, da gibt es, der wird unverzüglich geteert und gefedert. Ja, also klar, am Ende des Tages wird er rausgeschmissen. Da gibt es dann das Mietrecht. Also gilt das ganz normale Mietrecht? Es gilt das Mietrecht. Natürlich wird vorher versucht, irgendwie anders Einfluss zu nehmen oder Sachen zu verregeln, aber wenn irgendetwas überhaupt nicht gut geht und völlig schief läuft, dann kam es auch schon zu Kündigungen. Ja. Und wenn man sich bewirbt um eine Wohnung, wer entscheidet es? Wird es auch in diesem Verein entschieden? Also irgendwie haben sich die Projekte alle so ihre Entscheidungsform dahingelegt, wie man sowas machen kann. Das kommt einfach aufs Projekt an. Aber in irgendeiner Form, in diesen Gremien, wird die Entscheidung fällen. Ja. Auf welcher Homepage kann man schauen, also so die Adressen des Projektes, dass man da bewerben kann? Also Syndikat.org hat eine Liste mit allen Wohnprojekten. Und das ist die Adresse vom Syndikat. Also da das ist natürlich von okay, jetzt gibt es noch eine letzte Frage, oder da war es? Ne, da hinten und dann da. Die Direktkredite, die basieren ja auf dem Schneeballsystem. Also ich brauche immer wieder, um andere bedienen zu können, brauche ich hier wieder einen neuen, der mir das Geld gibt. Ja. Und wenn ich da jetzt eine Lücke habe und niemand findet, ist da, wer dann das Syndikat würde mir eventuell zur Seite springen? Ja, Loco.
Schon, also bevor da was schief geht, also es gab in Tübingen den Effekt bei dem neu gegründeten Wohnprojekt, da hat die Notarin Scheiße gebaut, weshalb die Grundschuld nicht eingetragen werden konnte, war ein bisschen komplizierter Verkaufswerk. Die Bank konnte und durfte das Geld nicht zur Verfügung stellen, weil sie keine Grundschuld entgegennehmen konnte. Die hat aber schon angefangen zu renovieren, in der Hoffnung, dass das alles gut geht. Und da musste man mal geschwind mit 500.000 Euro dem Projekt zur Seite springen, sonst wären sie sofort insolvent gegangen. Klar, in solchen Fällen hilft man. Aber das Risiko ist letztlich bei Projekten, die schon ein bisschen eingeführter sind, nicht sehr hoch, alldieweil, wenn das jetzt der Schellingstraße passieren würde, dass plötzlich alle Direktkrediter und Kreditgeber abspringen, was jetzt eher unwahrscheinlich wäre, dann würde man halt zur Bank gehen und sagen, so und so sieht es aus, da sind so viele Kredite zurückbezahlt, die Sicherheiten für die Bank, die sind schon so hoch, dann wäre das vermutlich nicht das große Problem, das Geld zu bekommen. Ja? Aber das ist ein Schneeballsystem und man macht da im Kleinen das, ich meine, diese Anekdote will ich Ihnen jetzt auch nicht ersparen, man macht da im Kleinen das, was die große Finanzkrise ausgelöst hat. Ja? Also man tut mit kurzfristigem Geld langfristige Kapitalien finanzieren. Ne? Das muss schon sauber und stimmig passen, damit es eben nicht zu dem führt, was dann diverse Banken an den Ruin geführt hat, beziehungsweise wo sie nicht bankrott gehen können, dass der Steuerzahler immer anspricht. Beim Syndikat wird er vermutlich nicht. Darf ich? Ja, ganz kurz und dann Sie als letzte Frage. Und dann ja, gut. Die Projekte, die es bis jetzt gab, eigentlich alle bestehende Gebäude gewesen oder gibt es auch Neubauten? Es gibt beides. Super. Ich habe zum Syndikat GmbH noch eine Frage. Und zwar, dieses Syndikatverein. Können Sie noch eins zurück? Die Syndikat GmbH, hat die so, wie ist das geregelt, falls in der Haus GmbH doch Beschlüsse zur Kapitalisierung vom Haus ist, hat die da größere Rechte? Geht nicht. Hat die da sozusagen das Syndikat GmbH mehr Stimmrechte für diesen Fall von Privatisierung? Genau. Da hat die sozusagen so ein absolutes Veto oder so? Absolut. Ah ja, also das Recht ist, diese Abstimmungsrechte sind je nach Sache, die man verhandelt, völlig gegliedert. Und sobald es an die Privatisierung geht, da steht das Syndikat mit Vetorecht auch. Absolut. Ja, dazu. Okay. Wenn jetzt die Haus GmbH aber tatsächlich privatisieren will, dann braucht sie nur bankrott gehen. Das ist aber weit. Ja, aber auch, es gibt Wege, da rauszukommen, aber das kann man auch verhindern. Ja. Und seit wann ist diese Syndikat GmbH? Gute Frage. Ich glaube seit 93, 94. Aber planen Sie mich jetzt nicht fest. Okay, bevor jetzt alle gehen, würde ich vorschlagen, wir kriegen hier ein gemeinsames Ende hin, weil für mich ist es total irritierend, wenn die Hälfte dann schon zur Tür rausspringt. Ich habe da einfach eine Störung dabei und die will ich jetzt nicht mehr haben. Darum beende ich es jetzt hiermit. Wer noch irgendeine Detailfrage hat, kann ich einfach fragen. Ich bin noch einen Moment da. Und ansonsten danke für Ihre Aufmerksamkeit und dass ich so lange durchgehalten habe und Ihre intensiven Fragen. Und ich hoffe, Sie können was aus dem, was ich die letzten paar Stunden und Minuten erzählt habe, mitnehmen. Ich wünsche es mir sehr, dass Sie es können. Und überlegen Sie sich, nehmen Sie das als Anregung und vielleicht möchten Sie sich ja überlegen, wie möchte ich leben. Wenn ich das geschafft habe, dann bin ich schon zufrieden. Danke. Yeah, I'm busy.